Moinsen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück. Ja, wir sind wieder zurück, Leute, im Landwirtschaftssimulator 2022 mit dem Platinum Expansion Pack DLC Edition. Ach, wisst ihr was? Nennt ihr, wie ihr es wollt. Für mich ist es LS22 Platinum. Wir spielen aber die Expansion-Version. Zwischen der Edition und der Expansion ist ja eigentlich nur ein Unterschied, dass ihr bei der Edition noch das Hauptspiel mit dabei habt. Deswegen kann man es einfach Platinum nennen. Moin Moin, grüßt ihn raus, herzlich willkommen. Bevor wir jetzt nämlich mal den Livestream, nicht den Livestream, den Server starten, mal ganz schnell eine Frage an euch im Chat. Fällt euch noch irgendein Mod aus dem Mod-Hub ein, wo ihr sagt, den sollte man unbedingt in einem Forstbetrieb mitnehmen? Fällt euch irgendwas jetzt auf die Schnelle ein, wo ihr sagt, so, das ist ein Crossplay-Mod, den solltest du noch mit reinnehmen. Da hast du eine schöne Forstorientierung oder das braucht man bei einem Forsthof. Ich weiß es ja nicht, Leute. Ich habe Forst, wann habe ich Forst gemacht? Puh, im 22. habe ich tatsächlich schon Forst gemacht, aber ich muss dazu sagen, es war okay. Also, mir hat Forst Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber es hat sich halt nie so entwickelt. Es hat mich nie so richtig. Ja, ich weiß, ich denke mal, ihr wisst, wie ich das meine. Moment. Audio-Stream Bitrate muss ich noch hochstellen. Es hat mich nie so extrem gelockt, dass ich gesagt habe, so, ich möchte jetzt unbedingt Forst machen. Ne, unbedingt. Das hat mich nie so gelockt. Aber jetzt mittlerweile muss ich echt sagen, durch das Platinum ist das Ganze besser geworden. Also ich sag's einfach mal, wie es ist. Ich finde, es lockt einen viel, viel eher jetzt das Ganze mit dem LS22 Platinum zu spielen, weil es einfach, ja, es macht extrem viel Spaß, muss ich sagen. Ich habe das Platinum-DLC euch präsentieren dürfen, damals schon in einem Vor-Preview-Livestream. Über 600 Leute, die da übrigens mit dabei waren. Also das war auch ein, muss ich echt sagen, mega geiler Livestream. Also es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, jetzt will ich eigentlich mit dem Platinum reingehen. Deswegen, wie gesagt, mal ganz schnell die Frage an euch. Fällt euch irgendwas ein, wo ihr sagt, das fehlt im Platinum, das kann man vielleicht noch so mit in den Force reinnehmen, ich sehe hier gerade schon, Unimog, Leute, Crossplay, ich hoffe, ihr wisst alle, was Crossplay ist, ne? Crossplay bedeutet, Konsole und PC dürfen zusammenspielen, das heißt, es gehen nur Crossplay-Mods, hier unten ganz wichtig. Und da nützt gar nichts, dass ihr hier alle Unimog schreibt, der ist nicht Crossplay. Was ich mir überlegt hatte, ist vielleicht der hier, den MRNTGX Kran HKL Pack, den finde ich ganz cool. Ja, den kann man vielleicht mit reinnehmen. Da hat man dann auch ein paar Möglichkeiten, ein bisschen mit Absetzcontainern und so zu arbeiten. Was vielleicht ja noch geil wäre, oh, ich habe hier Modder unter uns, ne? Zockerbro, Moritz und so. Ich glaube, ich muss die mal fragen, ob die nicht irgendwie die Möglichkeit haben, für diesen LKW, für Hakenlift, so einen dieser Lizard-Container zu machen, wo mit Autoload das Holz reingeht, dass man den als Hakenlift bekommt. Das wäre doch geil, oder? Es gibt dann am Ende für Forst mit Drehschemel-Anhänger, der auf Zugmaschinen aufgeladen werden kann. Ein Forst. Warte mal, MAN. Ich gebe einfach mal MAN ein. Meinst wahrscheinlich sowas hier, ne? Mit einem Kran, ja, okay. Also, puh. LKW-Pack gibt es hier mittlerweile sogar auch. Oh, da haben die ja schon. Die haben schon echt geil. Es gibt sogar einen TGX-Transporter. Wow, das wusste ich gar nicht. Easy Development Controls. Habt ihr es immer noch nicht verstanden? Leute, Crossplay. Warum nicht gerade Alltagsgamer? Er haut schon einen raus hier. Vielen Dank. Dankeschön. Bist der Beste. Alltagsgamer kann ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Leute, haut meinen fetten Herzenspam raus. Nee, leider nicht. Also, was ich jetzt schon mal ganz spannend finde, ist tatsächlich der MAN hier. Den TGX Transporter. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob wir den irgendwie, um den Bagger zu transportieren zum Beispiel. Ich würde ihn mal mit draufnehmen. Von der Länge her könnte das tatsächlich gehen. Ich nehme den mal mit drauf.
Dann haben wir zumindest schon mal so Transport. Wir brauchen natürlich Dankeschön für 950. Aber Leute, 50 Abos noch und wir haben die 49.000. 49.000. Jan Gamer sehr gerne. Also den habe ich jetzt schon mal mit draufgenommen. Da geht's auf. Es kann sein, dass das alles der gleiche Modder ist. Weil die sehen alle von der Farbe her gleich aus, ne? Der ist zu klein für den Bagger. Ja, vielleicht für den kleinen Bagger. Ansonsten vielleicht auch für den Radlader. Wir haben aber ja auch zur Not den Volvo FH mit einem Tieflader dabei. Also das ist kein Problem. Ich gebe jetzt einfach mal was ein. Holz. Okay, da kommt erstmal nichts. So, jetzt gebe ich mal hier Holz ein. Ich will mal gucken, so was unter der Kategorie Holz. Ja, wir haben natürlich hier Holzanhänger. Okay. Der Container ist ja dann nicht im Modtab. Wieso? Kraddel, die können das doch im Modtab einreichen. Das Valtra-Pack. Valtra? Valtra war es, ne? Das Valtra-Pack ist auch Modtab. Jens Holzhacker. Der Jens Holz, ja, den hatte ich auch mitbekommen. Warte mal, der Jens wird ja so geschrieben. Hier, ne? Den Cobra Hybrid. Also das ist schon ein hartes Teil, ne? Vielen Dank an 200 Zuschauer, Leute. Schön, dass ihr da seid. Also den kennen wir ja noch aus dem LS17, glaube ich sogar. Den kennen wir auch mittlerweile. Jetzt haben wir hier den Jens Holzbrecher. Ah, okay, das ist ein Dreiachs. Boah, auch ein Geschoss hier. Das ist ein Dreiachs-Auflieger, der hinten das Förderband drauf hat für ganze Stämme mit Kran. Und da ist der hackfleischhassende Zahacker. Okay. Hallo, wann kommt der... Wann? Was? Wann kommt wie... Lewe, was meinst du? Für den kleinen Bagger? Für den kleinen Bagger ist der LKW zu klein. Ja, wie gesagt, Chris, dafür haben wir ja zur Not noch den Tieflader. Na, das ist ja für die Hackschnitzelprüse. Aber ich glaube, Hackschnitzel, Freunde der guten Nacht hier, wir haben doch, ich glaube, der ist doch standardmäßig im Spiel und wir haben doch auch die Möglichkeit, Hackschnitzel schon zu machen. Ich glaube, sowas ist doch auch im LS22 standardmäßig. Ich weiß, ihr wollt auch Hackschnitzel machen. Ist auch eine sehr gute Idee, Leute. Lasst mal gerne ein Like da, haut mal einen raus. Hackschnitzel ist auch eine gute Idee, weil wir nutzen ja unseren gebauten Hof aus dem Timelapse. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut mal auf meinem Kanal vorbei. Wir nutzen ja den Hof aus dem Timelapse-Video und da habe ich ja diese große neue Doppelhalle gebaut, wo ja tatsächlich auch so Hackschnitzel und so gelagert wird, ne? Aber haben wir so einen Hackfleischhassenden Zacker? Ist sowas hier standardmäßig mit im Spiel drin? Ich weiß es nicht genau. Hallo Thomas, muss man sich für das Event am Samstag anmelden im ETS? Nee, du kannst da einfach so mitfahren. Ich weiß, was du meinst. Wann kommt wieder LS22? Lewe, mach mal Augenlein auf. Das ist LS22. XXL Pharma, vielen Dank. Herzlich willkommen. Okay, es ist was standardmäßig mit drin. Dann brauchen wir da erstmal nicht. Jetzt gehen wir einfach mal Kategorie Forstmaschinen. Da haben wir natürlich viel Auswahl. Also wenn euch jetzt spontan noch was einfällt, sagt Bescheid. Andreas, grüß dich. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Also wenn wir hackfleischhassende Zahacker in-game haben, dann ist das schon mal vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, wir machen hier einen Forstbetrieb auf. Wir haben natürlich auch drei Felder. Es ist jetzt nicht so, dass wir alle auf der Map Forst machen müssen. Ihr dürft natürlich auch mit, wenn wir die verschiedensten Fahrzeuge haben, hallo Hirschpower, dürft ihr natürlich auch gerne die Felder bewirtschaften, ne, und das Verkaufen fahren. Und Jamtal, Dankeschön fürs Abo. Alltagsgamer, ich hoffe, du bist im Chat. Vielen, vielen Dank wirklich für deinen Support. Dankeschön für deine Spende. Mega geil von dir. Ach, ich glaube, er meint den hier. Okay, der ist natürlich extrem krass. Forst Spezial ist extra für Kurzholz gebaut. Okay, den nehmen wir mit rein. Den finde ich geil. Ja, ja, ja. Lorenz, herzlich willkommen. Maurice, schön, dass du da bist. Dankeschön fürs Abo. Hardcore, schön, dass du da bist. Den nehmen wir mit rein. Ich glaube, den meinte gerade Thomas oder so. Oh, ich will Lichtschwerter haben. Ja, nee, danke. Brauche ich nicht. Brauche ich echt nicht. Habt ihr auf Discord eine Autogrammkarte stehen, wenn du es noch nicht gesehen hast? Dir, ich bin tatsächlich meine Nachrichten alle am Durchgehen. Irgendwo baumelst du da auch noch rum. Ich bekomme pro Tag so viele Nachrichten. Das willst du echt gar nicht wissen. Den Greifer. Was ist denn der Greifer? Meinst du den hier? Oh, nee. Den finde ich jetzt ein bisschen übertrieben und der sieht auch nicht so hübsch aus. Ich glaube, Anbaugeräte und so haben wir ja auch genug. MAN-TGS-Spezial. MAN-TGS-Spezial. Gucken wir mal. Hallo Hong Nun Pam. Happy Birthday. Hallo Sören. Schön, dass du da bist. Willkommen im Livestream. So. Ah. MAN-TGS-Spezial. Warte, ich gehe nochmal zu den. Da müsste eigentlich bei LKWs sein. MAN. MAN-TGS-Spezial.
Guten Abend, Fluppenbude. Was ist denn Fluppenbude? Warum mal alle eine Fluppe oder was? Fendt 800 TMS. Fendt 800? Ja, war klar, dass er den nicht findet. Der hier ist doch mit drin, hat sogar ein Update. Oh, ich muss wieder Updates machen hier. Ich muss wieder Updates machen. Okay, das war's. So, dann kann man am Samstag einfach mit... Genau, Thomas, du kannst da einfach auf den Server von denen gehen und dann machst du das. Pack die Lichtschwerter rein. Nee, besser nicht. Hallo Alex, moinsen, dankeschön fürs Like. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal ins Spiel rein. Moment. Ich gehe erst noch mal kurz... Moment. Wir müssen das noch anpassen. Einen Moment. Ich muss kurz einmal in den Singleplayer, weil ich muss mit Easy Development Control reingehen. Ich muss nämlich den Kontostand wieder runtersetzen. Sonst finde ich, haben wir eine sehr unrealistische Map, wenn wir mit 9,5 Millionen da reingehen. Okay, Leute, nur da kurz Info. Leon, moin, grüß dich. Guten Abend, schön, dass du da bist. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank für 240 Leute. Sehr, sehr geil. Denkt dran, Leute. Likechen da lassen. Ach so, übrigens, ich habe eine Überraschung für euch. Hier geht wieder was. Alltagsgamer, ich hoffe, du bist im Chat. Money Rain für dich. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Ja, Money Rain geht auch endlich wieder. Konfetti Party funktioniert auch. Also ich gehe nur ganz kurz in den Singleplayer. Wir fangen nicht direkt von Null an. Ich nehme jetzt Easy Development Control. Wir haben ja den Hof gebaut damit. Was geht ab? Crazy Chaos ist auch wieder da. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen. Für dich gibt es auch mit Money Rain hier. Danke. So, hier habt ihr ja unser Forsthaus, was ihr mittlerweile ja kennt. Unser Forsthaus, ja, unser kleiner Geheimort. Leute, hier ziehen wir uns dann zurück und gucken in meinem fetten Flatscreen dann, weiß ich nicht, irgendwas. So, einen Moment. Weil, ich muss jetzt mal kurz gucken. Wir haben ja hier nur den Hof gebaut. Ne? Wir haben alles verkauft, was wir an Maschinen haben. Das könnt ihr hier ganz gut sehen. Es ist, okay, das hatte ich wegen einem Versuch was gemacht. Wir haben bis jetzt tatsächlich nur die Kettensäge, die gebe ich aber auch nochmal zurück. Also wir haben wirklich nichts, ja? Wir haben wirklich nichts drauf. David, alles Mod-Hub-Mods gleich, ja. Wir haben wirklich nichts drauf, so. Jetzt hatte ich ja überlegt, ich muss mal kurz gucken. Wir haben, das gehört ja von Beginn an uns. Also das habe ich jetzt nicht gekauft, ne? Das gehört ja von Beginn an uns und hier ist unser Haupthof. Da ist unsere kleine Zone, genau, und das gehört uns ja auch noch. Mehr gehört uns hier noch nicht. Okay, da werde ich nichts verändern. So, jetzt müssen wir mal kurz wegen den Finanzen gucken. Okay, Kredit ist auf Null. Das heißt, wir können ja eigentlich hingehen, wenn wir so anfangen. Ist das nur für PC? Nein, wir gehen gleich Crossplay. Hallo Micha, herzlich willkommen. Wenn ihr gleich mitspielen wollt, Leute, Ausrufezeichen mitspielen in den Chat. Und dann könnt ihr reingucken. Am Anfang gibt es noch nicht so viel zu tun. Ja, ich werde erstmal ein paar Maschinen kaufen mit euch zusammen. Die könnt ihr dann gerne schon mal nutzen und auch zum Hof fahren. Ihr könnt euch vielleicht schon mal so ein kleines Forstgebiet einsetzen. Ich will euch nur so viel sagen. Wir haben Aufpasser auf der Map. Ja, ich und noch viele, viele anderen. Wenn wir mitbekommen, dass irgendjemand mit Absicht Bäume fällt oder so, die gar nichts mit dem Spiel, also gar nichts mit unserem Projekt zu tun haben, werden Permabans bekommen. Für immer und auf allen Servern von mir. Da will ich nur mal kurz drauf anfangen. Also wer wirklich auf dieser Map meint, Dummsinn zu bauen, kriegt von mir oder meinem Team ein Permaban. Und dann ist vorbei. Auf allen Maps auf Ewigkeit. Also das könnt ihr auch dann euch nicht zurückerwirtschaften oder so mit einer Entschuldigung oder so. Das ist dann Permaban, weil bei Forst, da sehe ich das ein bisschen strenger, weil so ein umgekippter Baum ist halt kacke, ne? Okay, damit ihr Bescheid wisst. So, eine Million hätte ich jetzt gemacht. Eine Million finde ich, oder 500, doch, eine Million muss ich sagen, finde ich, ist, was sagt ihr Leute, eine Million, wir haben ja Spielstand easy, da würde ich sagen, der Haupthof, der gehört schon mal uns, und eine Million, denke ich mal, ist doch realistisch gesehen, oder wenn man es, bei waren es noch anders, oder ich setze auf Null und wir nehmen Kredit auf. Ich bin gerade am Überlegen. Weil. Ja, ist kein Problem, Alex. Dann klaue ich dir aber auch direkt wieder das DLC, was ich dir geschenkt habe. ich bin gerade am Überlegen, oder? Auf Null und eine halbe Million Kredit. Aber ich glaube, das ist ein bisschen. Ich will es halt realistisch gestalten. Ich denke mal.
bin gerade am Überlegen, ob wir dann. Also, wenn wir es ganz realistisch machen, würde ich ja eigentlich auf Null setzen. Ne? Obwohl, ja gut, wenn man jetzt in. Wir denken gerade mal in Real Life. In Real Life, wir eröffnen eine eigene Firma. Komm, pass mal auf. Ich weiß, was wir machen. Pass mal auf, Leute. Wir machen 500.000. 500.000 ist Eigenkapital. Das hat Crazy Chaos, Thomas, Sascha und die anderen Supporter, die haben das gespendet. Ja, 500.000 Euro kommt durch verschiedensten Kreditgeber mit 0% Zinsen. Und, pass auf. Und die andere halbe Million holen wir uns über den Kredit. Okay, so sehe ich das jetzt. Du hast eine Frage, Leon, hau raus. Ben, herzlich willkommen, hallo Florian, moin moin. Das finde ich ist okay. Finde ich realistisch. Eine halbe Million wurde gesponsert und die andere halbe Million ist Kredit. So finde ich ist das gut. Ich finde es realistisch. Ich denke mal mit insgesamt einer Million, wovon eine halbe Million tatsächlich Kredit ist, natürlich XXL Pharma, denke ich mal, machen wir es ganz gut. So, einen Moment. Ich mache das automatisch bei schon aus, falls was passiert. So, Echtzeit. Einfach, Verkehr bleibt an. So, Season aus. Hier machen wir aus. Hier machen wir. Ach komm, wir machen die. Ne, die visuellen Jahreszeiten. Doch, warte mal, wir machen hier auf Juli, damit alles schön grün ist. So, Schnee aus. Fruchtzerstörung bleibt an. Flügen an. Lesesteine sind aus. Kalk, lass mal an, wenn wir da überhaupt irgendwas machen. Nudelmapfer, vielen Dank fürs Abo. So, das geht aus. Das bleibt an. Anhängerfülllimit geht an. Niedrig, wir machen hier auf normal. Und der Helfer, da wird alles auf ausgestellt. So, gut. Dann können wir jetzt online gehen. Und ich habe mir sogar vorgenommen, wenn das heute soweit alles funktioniert, geht auch heute Abend der DD-Server online. Ansonsten die nächsten Tage, ich denke mal so zum Wochenende rum sonst. Aber ich habe da ganz, ganz gute Hoffnung. So, wir nehmen jetzt, Leute, jetzt könnt ihr direkt Mods herunterladen. Zwei Bagger, dann ist das Geld weg. Ja, aber sowas brauchen wir ja noch gar nicht. Man muss ja klein anfangen. Jo, Markus, guten Hunger. Elias, herzlich willkommen. Wie viel kostet das Platinum? 19,99. Man kann auch Mieten zum Anfang. Genau, Ex-DJ. Und wir werden natürlich auch Missionen machen. Haha, die sind ja hier mit eingebunden. Also, Banana Play, nee, XOLS, herzlich willkommen. Hallo, Valentin. Wie lange streamst du heute? Halb zehn, schauen wir mal. Steffen, jeder kann mitspielen. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nö, nö. Nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nö, nö. Wiesen haben wir sowieso keine. Nö, nö, nö. Ja, ja. Ja. Nö. Nö, nö, nö. Ja. Falls ich jetzt einen nicht crossplay-fähigen Mod mit reinnehme, sagt Bescheid. Müsste aber eigentlich alles Crossplay sein. Ja. Ist noch Crossplay erst, ne? Hallo Marco, grüß dich. Ja, nö, nö. Hab ich schon mit drin? Nö, muss drin bleiben. Guten Abend, Lukas. Ah ja, Entschuldigung. Ja, hier, Easy Development habe ich übersprungen. Tut mir leid, Leute. Joe Boo, herzlich willkommen. So, John Deere. Nö, haben wir eigentlich alles mit drin. Joskin, brauchen wir nicht. Nö. Brauchen wir den Liebherr. Crazy Chaos, jetzt haut er. Crazy. Superchat, TP-Stream, du hast alles im Petto, ne? Vielen Dank für deinen Support. Sehr, sehr geil von dir. Drück doch X. Ach ja! Ich trottel. Entschuldigung. Stimmt ja. X. Entschuldigung. Habt ihr recht. Ich bin ein Dödel. So, nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nö, nö, ja, 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 nö, 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 ja. Ja, ja. Nö, 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 nö. Der muss mit rein. Das muss mit rein. Das haben wir schon auf der Map. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Brauchen wir? Nö. Wir haben jetzt Volvo. So, ja, ja, ja. Ja. Nö, 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 nö. Nö, nö. Nö, nö. Ja. Hat mir nicht gerade noch irgendwas. Ah ja, genau, hier den Hakenlift. Dann nehmen wir das mit rein. Gibt es noch für den Hakenlift irgendwie coole Container oder so, die man für Forst? Warte, wir haben was vergessen. Entschuldigung, muss ich nochmal rausgehen. Wir brauchen ein Plateau. Ein Plateau für Forst. Brauchen wir.
Ein Plateau für Forst Hakenlift. Also sowas hier quasi als Hakenlift-Plateau. Gibt's das? Müsste es doch eigentlich geben, wenn es einen Hakenlift-LKW gibt, oder? Wie funktioniert auf der PS4 die Seilwinde? Naja, machst Hilfefenster auf, dann wird dir ja normal angezeigt, was du reinpacken musst. Nee, Valentin, ich, nee, war dieses Jahr nicht da. Körperlich nicht möglich. IT-Runner-Pack, IT. Ja, das ist immer so eine Sache mit der Sucherei hier. Da ist es. Was haben wir denn da? Kann ich den auch direkt auf den LKW aufziehen? Hi, Rev, moinsen, du auch. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. IT-Runner-Pack, das geht. Agra-Andy, moinsen, kann PS4 mitspielen? Ja, das kann, können die. IT-Runner-Pack, das ist auch Crossplay. Ja, ist Crossplay. Ina, du musst diese Station ja aufbauen, das Seil dir packen und dann irgendwo hochlaufen. Leute, 300 Zuschauer, ey, ihr seid der Wahnsinn. Schön, dass ihr da seid. Hallo, Dragonheart. Da hätten wir hier das Plateau. Ich weiß natürlich nicht, ob das Plateau, wir nehmen es einfach mal mit rein, ich installiere es mal, ob das Plateau dann für den MAN geeignet ist. Also von der Länge her war jetzt die Überlegung. So, alle abwählen. Und jetzt haben wir nur Crossplay. So, wir waren jetzt, das geht jetzt wieder ganz schnell. Ja, ja. Der, der und der und der. Das, das. Das muss mit rein. Und dann starten wir. Der, der, der. So, dann würde ich noch das Roland Pack und das Top Lift Starja und Trendsystem mit reinnehmen. Da haben wir ja ein paar Container. Valtra Pack kommt auf jeden Fall mit rein und das war's. So. Klar, Standardpasswort. Crossplay ist an. So, ich würde jetzt erstmal. Ich stelle jetzt erstmal auf. Auf 5. Naja, komm, wir machen auf 6. Ich gehe gleich hoch, Leute. Keine Sorge. Wir gehen nach und nach hoch. Keine Sorge. Die kurzen gehen wahrscheinlich nicht mit dem MM. Müssen wir ausprobieren. Hallo, Kian. Moin. Hallo, Lukas. Gibt es den LS für die Switch? Ja. Allerdings, für die Switch ist es nicht der LS22, sondern. Der Landwirtschaftssimulator Switch Edition unter anderem. Dankeschön für 960 Abos, Leute. Und da Höhenbacher oder Höbenbacher. Vielen Dank. Kann man den Season Pass noch kaufen? Ja, Season Pass findet ihr noch in meiner Videobeschreibung. Könnt ihr euch nach wie vor kaufen. Hallo Bodobo. Hallo Michel. Den Season Pass könnt ihr nach wie vor über meinen Unterstützerlink gerne kaufen. Findet ihr in der Videobeschreibung. Und dann habt ihr nach wie vor die Möglichkeit, alle DLCs kostenlos zu bekommen. Also auch das hier, ne? So. Ich finde es manchmal lustig, manchmal startet man hier auf der Brücke und manchmal im Farmhaus. Ganz lustig, ne? Hallo Jonas, moin. Es gibt nur eine 17 für Switch. Nee. Ich hab doch von Giants die Switch geschenkt bekommen. Die Switch ist doch die kleine da, oder nicht? Diese kleine Spielekonsole. Kann es sein, dass im DLC 3 Warnings sind? Bei mir kommen 3 Warnings. Keine Ahnung. Bei mir kommt nicht ein Warning. So, also, wir haben jetzt hier die Millionen. Ne? 500.000 über Spenden und 500.000 über Kredit. Ja? So. Server ist offen, aber es joint noch keiner. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ja, ich wollte gerade sagen. So. Was geht ab? Ja, du mich auch. Dankeschön. Dankeschön, 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 Dankeschön. Money Rain. Alltagsgamer, ihr seid so verrückte Ömmels. Dankeschön, Alltagsgamer. Ja, ist klar. Mach eine 0 weg, dann ist es klein. Und setz noch vielleicht eine 1 anstatt eine 5 rein. Vielen Dank, Alltagsgamer, für deinen Support. Wahnsinn. Walter hat gerade deinstalliert. Nee, Dorothy, du sollst es installieren, nicht deinstallieren. Leute, lasst ein Like schon da. Wir sind 311 Zuschauer, 150 Likes. Da geht noch mehr. So, wie ihr seht hier, ne? Konsole kann auch joinen. Kein Problem. Achso, ich wollte euch übrigens mal was fragen. Was gefällt euch eigentlich mehr? Das oder das? Nur mal so kurz die Frage, ne? Ich habe ja eine RTX. Ich habe ja jetzt durch den Kradl die Hilfe bekommen, dass ich da natürlich Einstellungen vornehmen kann. LS und Real, moin. Dankeschön fürs Abo. Ist euch noch gar nicht aufgefallen, ne? Haldeklas, moinsen. So, wie ihr sehen könnt, Leute, das ist unser Hof. Der wird nach und nach auch noch ein bisschen erweitert. Ich wollte mal gucken, ob man vielleicht da hinten noch eine Straße hochziehen kann, dass man vielleicht irgendwo oben auf dem Berg noch was platzieren kann, dass wir so quasi so zwei Höfe haben.
Man kann ja hier noch weiterfahren. Da wollte ich mal gucken, ob da irgendwo, irgendwann später vielleicht noch was, was bauen kann. Aber das ist so grundsätzlich erstmal unser Hof. Wir haben rechts, Leute, sind die Maschinenhallen. Also für alle Anbaugeräte und so. Links, die zwei Doppelhallen sind, das weiß ich doch, Alex, bester Bro hier. Das weiß ich, alles easy. Links sind die Fahrzeughallen und geradeaus, können wir auch erstmal als Fahrzeughalle nehmen, ist aber auch geplant für unter anderem hier Hackschnitzel, ja? Crazy! Du bist... Ja, gute Nacht, tschüss. Schön, dass ihr da wart. Ist nur ein Anzeigebug habe? Du hast echt einen Anzeigebug, ja. Du hast einen Anzeigebug da oben in deinem Köpfelchen. Das ist doch nicht euer Ernst wieder heute. Vielen, vielen... Wie kann ich mich da nur bedanken? Vielen, 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 vielen Dank. Wahnsinn. Leute, eskaliert mal bitte. Eskaliert im ganzen Chat. Ihr dürft so viel Herzen spammen, wie ihr wollt. Vielen, vielen Dank für euren Support. Crazy und Alltagsgamer und... Ihr seid doch so verrückte Ömmels. Vielen, vielen, vielen Dank für euren geilen Support, Leute. Da bin ich euch mehr als nur einmal dankbar. Schön, dass ihr den Kanal so unterstützt. Mein LS starten, ich hacke Peter, deinstallieren oder nimm mal alle Mods raus. Spiel zu PC. So, ich bin mal rüber zum Shop gegangen, Leute. Denn mein Team möchte natürlich auch gerne was tun. Deswegen gehen wir heute mal über das DLC in das Spiel rein. Fluppenbude, Dankeschön fürs Abo. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank, Crazycast. Vielen. Da krieg ich Gänsehaut, ey. Da krieg ich Gänsehaut. Joker Feed, Dankeschön fürs Abo. Herzlich willkommen. So, unser Forstbetrieb. Unser Forstbetrieb braucht natürlich erst einmal grundsätzlich ein paar Fahrzeuge, um Forst überhaupt ins Leben zu werfen. Was wir erstmal machen, wir werden uns erstmal Markierungsfarbe holen. Unsere Farbe. Achso, Moment, muss ich hier noch ändern. Unsere Farbe ist ja glasklar. Grün. So, ich muss noch hier kurz den Hof nämlich bearbeiten. So, Forstbetrieb Neumann. Herzlich willkommen, Forstbetrieb Neumann. Es gibt kein Passwort und wir gehen... Warte, gibt's... Ja, ja, es gibt ja auch ein Forstsymbol in dem Sinne. Hallo Markus, grüß dich. So, Leute, genau, so sieht ein Herzensbam aus. Kannst du bitte einen erhöhen, bin ja Aufpasser. Was meinst du mit einem... Crazy Chaos, also seid ihr eine Person? Brüder, die nebeneinander sitzen? Vielen Dank. Vielen Dank, das ist... Mir fällt da nichts mehr zu ein. Er schreibt nicht mal eine Nachricht. Bei ihm muss die Spende so schnell gehen, er will nicht mal mehr eine Nachricht schreiben. Vielen, vielen Dank. So, Forstbetrieb Neumann. So. Das haben wir jetzt, Leute. Natürlich erstmal eine Sprühfarbe. Vielen, 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 vielen Dank. So, Sprühfarbe ganz klar. Grün ist für unsere Markierungen. Damit fangen wir erstmal an. Dann holen wir uns erstmal auf jeden Fall eine Kettensäge. Wir haben Steel, Husqvarna, John Zaret und McCulloch. Ich würde McCulloch holen, weil die sind neu dabei. Ne? So. Jetzt geht's rüber ins DLC. Leute, eskaliert mal bitte. Vielen, vielen Dank. Alltagsgame auch für deinen Support. Du kommst heute wieder nicht raus hier. Hallo Max, willkommen. So, jetzt. Achso, ich wollte noch kurz gucken. Bin ich richtig angezogen? Jawohl. Ich habe heute wieder meine Volvo-Klamotten an. Okay, so. Wir gehen rein in das DLC. Ich kann das Waldrapack nicht runterladen. Mod-Hub, ne? Mod-Hub. Was ich ganz klar der Meinung für bin, wenn wir ja auch so ein bisschen Forst machen, Pflanzzelt sollte auf jeden Fall mit so einem mit dabei sein. Also den und den. Den Felix, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob wir den brauchen, aber ich wollte auf jeden Fall hier mal Pflanzzelt holen. Wir müssen halt gucken, ne? Wir haben 900.000 zur Verfügung. Den gibt es ja standardmäßig, dann gibt es den mit Kran und Schild. Und nur mit Kran, das Schild kostet nochmal 12.000 Euro mehr, das geht. Wir bleiben noch bei der 180 PS Maschine. Die sind doch nicht neu. Was ist nicht neu, Kradl? Ich würde als Harvester den John Deere nehmen. Als Harvester, das schöne Geld muss auf den Kopf geschnaubt werden hier. Am Sonntag, das mit dem DLC war sehr witzig, finde ich immer noch lustig, ne? Daniel, Dani, gute Besserung. Alle mit Warnweste, stimmt, ist eine gute Idee, Luke, ja. Ja, ist eine gute Idee mit Warnweste so ein bisschen. Wir gucken gleich mal. So, BKT ist ja so ein bisschen für Forst, ne? Obwohl, ich finde die eigentlich Nokian Tyrus. Ich glaube, die sind mehr so ein bisschen für den ungewohnten Boden, ne?
Stil ist die neueste, alle anderen gibt es schon immer. Echt? Stil ist die neueste? Okay. Momentan Alltagsgame habe ich auf 6 stehen, ich werde aber gleich erhöhen. Also ich bin ja jetzt erstmal hier am Ausrüsten. Und, wo ist hier der Unterschied? Wartet. Ah, da kommen die Radgewichte mit rein. Nee. Ach, die sind ein bisschen anders auch vom... Ah, okay, die gefallen mir mehr. Okay, okay. Erstschuh Monkey, bestens, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Sicherheitsgestell? Ja, ja, natürlich, Safety First. So, wie sieht das denn hier mit den Kennzeichen aus? Okay, wir können die Zahl... Okay, wir machen das mit der Zahl 9,67. Kai, vielen Dank für deinen Euro. Vielen, vielen Dank für deinen Support. So, 9,67, das ist die aktuelle Abonnentenanzahl. PG für Pijoko und Y für YouTube. No, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. So, holen wir uns erstmal den. Was haben wir jetzt hier? Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal auf Miete. 349.000 Euro. Wir machen erstmal Miete. Das kostet uns dann 17.000 am Tag. Das geht noch. Guten Abend, Thomas. Grüß dich. Sebastian, Servus. Moin. Wir machen erstmal auf Miete. Wir machen erstmal auf Miete. So, dann bin ich ganz klar der Meinung, ein Katschenreuter brauchen wir auch noch dazu. Ebenfalls mit Kran und Schild. Der ist halt ein bisschen teurer, aber nur ein bisschen. Ein klein bisschen geht schon. So, da packe ich auch die anderen drauf. Da gibt es grün, Eierschalenweiß, schwarz und... Boah, orange finde ich... Also ich finde orange so für Forstbetrieb hat was, oder? Ich finde das cool. Ich habe das DLC gekauft und es runter dann in den Mod-Ordner geschoben, aber es funktioniert nicht. Kann mir jemand helfen? Du musst das nicht in den Mod-Ordner schieben, Joe Boo. Du musst es einfach nur installieren. Dann ist das auf dem Spiel drauf. Und dann im Spiel, wenn du den Server startest, also wenn du deine Map aufmachst, da musst du bei Mods das DLC auswählen. So, ich hole den in Orange. Grün passt besser. Achso, stimmt, wir haben ja auch grün. Ja, hast recht, nur gut aufgepasst. Aber da mache ich mit den schwarzen Wellen. Stimmt, wir sind ja auch grün. Wir sind ja auch auf dem Weg zu. Und Leute, ihr müsst mal abonnieren hier. Ich muss jetzt hier leider eine 8 hinmachen. Wir haben einen Kotschenreuter im Betrieb. Und Philipp, wie sind die so? So real-life-mäßig mit dem Spiel verglichen. Gut getroffen. So, haben wir den. Dann, ganz klar, wir holen uns ein Mast. Und zwar ein Seilwinden. Ich nenne es jetzt Seilwindenmast, okay? Gamer, passt du, gute Besserung. Schön, dass du trotzdem mit dabei bist. Der hat 500 Meter mit 1,5 Tonnen. Der kann 840 Meter mit 3 Tonnen. Ich muss ganz ehrlich sein, ich würde direkt den großen Stationären holen. Weil das ist so eine Sache, ne? Der muss an einem Traktor dranbleiben, glaube ich, ne? Ich hole den großen, der ist nämlich eigenständig. Der hat ja einen Kompressor hier drin, der hat einen Motor betrieben, also kein Kompressor in dem Sinne, Motor betrieben, ne? Läuft mit Diesel, denke ich mal. Da haben wir es auf jeden Fall ein bisschen besser. Denn wir holen uns den großen, ich finde das in Ordnung. So, da das ein Anhänger ist, darf der tatsächlich grüne Kennzeichen haben. Das hat was mit Steuern zu tun. Das ist zwar nur Real Life, aber ich finde es einfach, ich will es mit dabei packen. So, der kostet 95.000. Den würde ich tatsächlich kaufen. Den kaufen wir. Den kaufen wir. Dann haben wir wenigstens schon mal ein bisschen was in unserem Besitz. Die Mine, Leute, könnt ihr übrigens auch schon mal in Angriff nehmen, ne? Da kann man auch schon mal gucken. So. Wir versuchen natürlich so ein bisschen alles aufzubauen. Wir machen auch auf jeden Fall Hackschnitzel. Das bedeutet, wir gehen mal... Jetzt gehen wir mal einmal hier in die Forstabteilung. Einen Moment, ich war noch nie da. Da. So, jetzt gucken wir mal hier. Da gibt es den Heizomat. 190.000 Euro. Genau, der ist da standardmäßig mit drin. Mit dem kann man unter anderem halt Hackschnitzel machen. Deswegen würde ich den mal mit reinpacken. Den finde ich ganz cool. BKT kommt drauf. Ich gebe einfach schon mal die 70 an. Ja, Leute, ich bin mir sicher, wir schaffen heute noch die 970. Vielleicht schaffen wir sogar, wie gesagt, die 49.000. Das wäre mal eine richtig geile Kiste. So, grünes Kennzeichen. 190.000. Holen wir erstmal auf Miete. So. Dafür bräuchten wir, wartet mal, dafür brauchen wir natürlich auch einen Traktor, damit wir den da dran packen können. 200 PS werden hier benötigt. Okay, 200 PS. Dann gucken wir mal ins Valtra-Pack rein. Da gibt es ja den wunderschönen Kuh.
Den finde ich richtig schön. Der hat auch die Animation, also ihr könnt die Türen und so öffnen, ne? Ihr könnt die Türen und so öffnen, das ist alles mit eingebaut. Ist ein Kollege, ein Freund vom Zockerbro, der das Ganze hier gemoddet hat und auch noch Crossplay. Ja, hallo Piggy Moritz, moin Zeki, herzlich willkommen. Ist auf der Konsole jetzt auch die Marke Volvo da? Ja klar, für die Panzer, wenn du dir das Platinum holst, hast du es dabei, ja. Auf jeden Fall. So, 200 PS brauchen wir, das passt. Hier, BKT, haben wir ja gesagt, BKT. Nee, ich finde die Nokia ein bisschen besser. So. Nee, von der Optik her würde ich tatsächlich die nehmen. So, die Dachvariante. Ja, natürlich. Das Skyview. Das sieht natürlich geil aus. Das kostet aber 5000 Euro extra. Das habe ich momentan nicht. Hallo, Piggy, David. Geil, kann mir leider erst nächsten Monat das Pack holen. Okay, für die Panzer, aber dann hast du es dabei, ja. So, Rückfahreinrichtung. Nö, brauchen wir nicht. Vor allem kostet 15.000 Euro. Türvariante, Panoramafenster, die zweite Tür. Machen wir Panoramafenster, Staufach. Das Kleine, das Innenraum. Ah, die Dunkelvariante kostet dann ein bisschen mehr. Ja, aber die 300 Euro, die haben wir. Rundumleuchten. Ich würde sagen, packen wir zwei drauf, ne? Geschwindigkeitssticker. Geschwindigkeitssticker. Ey, geil, seit wann haben wir den denn? Ja, cool. Mach ich. Warntafel, nö, ein Teppich. Ja. Das gefällt mir. Das. Ja. Wir machen dieses Unlimited. So, simplifiziert bleibt. Frontladeranbau brauchen wir hier nicht. So, Hauptfarbe. Gibt natürlich auch so geile Grüntöne. Aber natürlich, Leute, wir gehen in die Grün-Variante. Erstmal die Felgen. Seitengrillfarbe. Das dürfte das da sein. Da sehe ich jetzt keinen Unterschied. Die Dachfarbe, das ist das Dach oben. Ja, ja. Bleiben wir bei dem Grün. Was haben wir denn hier noch? Gut, wir haben natürlich noch so ein Olivgrün. Aber wir gehen ja in die Grünrichtung, ne? Deswegen würde ich sagen, passt das so. Das passt so. Kannst du am 21.11. live von da ich Geburtstag habe, Flo? Das kann ich dir echt nicht versprechen, ob das funktioniert. Das ist bei mir immer ganz spontan. Bis zum Party Abos da für die Panzer. Vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Sehr geil von dir. So, da das ein Traktor ist, kriegt der Kennzeichen natürlich vorne und hinten. Das John Deere Grün. Das John Deere Grün. Ja gut, können wir auch nehmen. Viel Unterschied sehe ich da jetzt nicht. Naja, das Kotte, das gefällt mir nicht. Das ist das Glas. Olivgrün hat natürlich auch was, ne? Olivgrün hatte ich immer sehr gerne. Das sieht auch sehr schön aus. Aber natürlich, wir können auch hier so ein bisschen... Und John Deere Grün. Das passt vielleicht auch zu dem anderen, den wir jetzt schon haben. So, wird auch natürlich gemietet. So, weiter geht's, Leute. Wir gehen nochmal zurück ins Platinum. 400 Zuschauer. Leute, Dankeschön. Droppt ein Like raus. Vielen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr mit dabei seid. So. Hallo, Hilke. Gute Besserung. So, ja, wir wollen natürlich Forst. Forst auch so ein bisschen... Bisschen in die Richtung, mal gut, wir haben Salvin, wir haben eine Kettensäge, damit können wir auf jeden Fall erstmal arbeiten, die brauchen wir noch nicht, das haben wir schon. Wir wollen natürlich auch den ganzen Transport davon vornehmen, ne? Sonderangebote, stimmt, Benedikt, da können wir auch mal kurz reingucken, gar kein Problem, schauen wir mal kurz in die Sonderangebote rein. Aber Überlegung ist halt auch, wir müssen natürlich auch das Ganze, wenn ich das gewusst hätte, 50% günstiger, aber hätten wir kaufen müssen, ne? Kann man ja dann in dem Sinne nicht bieten. Na, guck mal, hätte uns trotzdem hier. Wollte ich nur mal sagen, hätte uns trotzdem 250 gekostet. Also, wäre nicht viel günstiger gewesen. Ne, Angebote sind momentan nicht mit drin. So. Katharina, also grundsätzlich ist mir egal, wer mitspielt, Hauptsache ihr übernimmt euch. Das ist ganz, ganz wichtig. Nein, wir haben natürlich Salvin. Ich hatte eigentlich so vor, das so ein bisschen realistisch zu machen. Das heißt, wir machen Holzmieten. Irgendwo am Straßenrand und dann wird das umgeladen, zum Beispiel auf einen großen LKW und so. Das habe ich mir eigentlich fest vorgenommen, dass wir das in so ein bisschen in die Richtung gestalten. So, wir haben jetzt hier schon die HKL, Entschuldigung, die TGX HKL mit Kran, sind natürlich richtige Panzer. Ich glaube, dass dafür aber tatsächlich die Auflieger, die wir haben, für Hakenlift zu klein sind. Guck mal, ob die hier bei Anhänger sind. Ich weiß es nämlich gerade ehrlich gesagt nicht. Nein, die dürften dann bei Forstmaschinen sein.
Da sind sie. Obwohl, doch, der könnte lang genug sein. Kann das sein? Das sollte gehen, ne? Ich guck mal kurz. Warte mal, dann haben wir auf jeden Fall auch schon mal einen schönen Transporter. Dann machen wir nämlich den mit Kran. Das wird dann unser Schmuckstück des ganzen Hofes. Ja, komm, den packen wir jetzt mal mit rein. Was ist der Unterschied zwischen dem und dem? Ah, der ist weiß. Okay, da können wir ja gleich gucken. 500 PS Maschine reicht. Lucian Tyrus. So, Reifenvariante. Achso, da ist dann... Oh, das mit der Felge sieht aber schön aus. Oh, das sieht aber echt schön aus mit der Felge, weil, guck mal, die wird dann, das Tiefbett wird schwarz. Das finde ich sehr schön. Guten Abend, König Blauzahn. Ist noch ein Platz bei David, leider nicht, wir wechseln aber gleich, also wir gehen gleich hoch. Oh, Philipp, das weiß ich nicht mehr, 600, glaube ich. Spiegelkappen, Silber, Schwarz, Edelstahl, Chrom, farbig, ja, natürlich farbig. So, Reflektorstreifen. Ja, machen wir gerade drauf, Rundumleuchten, warte mal, hier, Rundumleuchten. Ah, das kommt die jetzt da oben. Das ist ein Warnbalken. Wir machen den Warnbalken. Der kostet 500. Das ist okay. Frontblitzer auf jeden Fall. Safety first. Sonnenblende. Ja, aber... Nö, nö. Die kleine. Also, ah, jetzt kommt der Aufbau. Okay. Spoiler mit Auspuff. Achso, das ist dann ohne Auspuff. Ein Tausender für einen Auspuff. Nö, aber den Aufbau machen wir auf jeden Fall. Natürlich vorne Frontbumper. So, da haben wir jetzt hier verschiedenste Konfigurationsmöglichkeiten. Nö, nö, nö. Ja, mit den Lichtern, das gefällt mir. Was haben wir jetzt hier noch für einen Unterschied? Einen Moment, wo kommt da? Ich sehe nichts. Oder kommt da unten Lichter dran? Ja, da unten sind dann noch Lichter drin. Okay, dann nehmen wir die. Windabweiser. Kosten die was? Ja, die kosten was. Brauche ich nicht. Die Dachbar. Das wird ein richtiges Schmuckstück. Das wird unser Highlight des ganzen Hofes. Steinschlagschutzgitter. Ja, natürlich. Scheinwerferschutz. Ja, natürlich. Ist ein Forst-LKW. Da muss ganz viel Schutz. Zusatzkühler. Ach, da hinten. Nein, ihr wollt ja nicht da drin übernachten. Sonnenblende, Material. Plexiglas, Plastik. Plexiglas. So, eine Hupe. Ja, natürlich. Backbar. Backbar. Was ist das denn? Ach so, da hinten. Ach, da hinten. Nee, die brauchen wir erstmal nicht. Den Zusatzspiel brauchen wir auch nicht. Heckleuchten. Alter, dass der so viel hat. Das ist schon echt geil. Zwei Designs gibt es hier. Ich finde die ganz schön. Dekoration. Auch da mit Schaufel und so. Och, ist das cool, ja. So, Zangenfarbe. Also, das ist die. Ja, natürlich hier. Scharniergrün. So, Hilke, moin. Gibt es für die Switch auch Force Mods für den 17er? Für die Switch gibt es gar keine Mods. Wo soll denn das Eisenerz hin? Launz, da müssen wir erst überhaupt mal die Produktion kaufen. Volvo würde besser aussehen. Hunter X kommt auch noch dazu. Das ist jetzt erstmal so Forst-LKW für Abtransport. Gleich kommt aber noch ein Volvo. Auf jeden Fall machen wir heute die Achterbahn. Finden wir können auch schon mit der Achterbahn anfangen. Wir müssen halt gucken, wie wir durchkommen. So, das machen wir auch. Kotflügel. Ah, das ist dann... Achso, nee, die machen wir erstmal schwarz. So, dann die Kabine. Ich muss jetzt mal gucken, Leute, wie das... Oh doch, das hat was. Also ich will ja wirklich so eine Firma halt aufmachen, die so ein bisschen in Richtung... Ja, es soll einfach grün sein. So, Sonnenblende. Sehe ich jetzt keine Veränderung. Kranfarbe, das ist da. Gefällt euch das? Ja, oder? Kannst du kurz hörstellen, während der kaufst? Entschuldigung, wenn ich nerve. Was soll ich hörstellen? So, Felgenfarbe hier, Anthrazit, dunkelgrau Metall. Jupp. Und das Kennzeichen, Leute, können wir schon hochschrauben? Ja, komm, wir gehen auf 972. Jetzt gucke ich nochmal kurz wegen dem Designaufkleber.
Entweder das oder den. Das finde ich ein bisschen besser, ne? Weil das, obwohl, ja, das Rot-Schwarz, das passt nicht. Ich habe hier kein Rot. So, das ist dann Schwarz-Weiß. Warte mal, ich muss erstmal die Reflektorstreifen wegmachen. So. Mir gefällt das ein bisschen besser. Ja, ja. 215.000 Euro wird gemietet. So, und jetzt gehen wir nämlich hin. Leute, es geht jetzt ganz einfach. Gehen wir nämlich hier. Forst. Hier ganz ans Ende. Und dann haben wir nämlich den hier. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den hier uns aufbauen. Ich würde ihn, glaube ich, so aufbauen, ne? Dann haben wir nach hinten hin auf jeden Fall Platz. Ja, so ist am besten. So, Hauptfarbe hier natürlich auch John Deere Grün. Und die Designfarbe. Was hatten wir da jetzt? Wir hatten auch so ein Schwarz-Grau, ne? Vielen Dank, Leute. 970 aus. Blaulicht-Filmer, herzlich willkommen. Philo, grüß dich. Ohne Dinge hinten. Ja, habe ich gemacht, Kradl. Damit die Baumstämme zur Not auch ein bisschen länger sein dürfen. Korrekt, ja. Kostet 9.650, kaufen wir. So, jetzt gehen wir wieder zurück ins DLC. Sowas ist halt leider noch ein bisschen teuer. Na, den hier, klar, ich finde den mega cool. Aber den müssen wir uns erstmal verdienen. Der coole, herzlich willkommen. Hallo Hilke, Moinsen, Jan, Lukas, schön, dass du da bist. Weil wir müssen natürlich auch Forstgebiete kaufen, ne? Wir müssen natürlich auch Forstgebiete überhaupt erstmal kaufen. Leute, 420 Zuschauer. Schön, dass ihr im DLC mit dabei seid und 228 Likes. Hallo Keule, halb 10, 10, schauen wir mal. Schauen wir mal. Servus Kevinator, herzlich willkommen. Cool Hans, schön, dass du da bist. Weil wir haben ja die Erzmine, da muss ich auch noch dran denken, dass wir vielleicht durch die Erzmine auch schon mal was kaufen können. Sollen wir den noch dazu holen? Kann man beim Hakenlift, wartet. Kann man beim... Oh. 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 Ja. Das sieht aber komisch aus. Wartet mal. Da gab es noch die Kurzvariante, oder? Kann es sein, dass es der ist? Wir brauchen den hier, ne? Ja. Kannst du mal bitte den aufziehen? Merlin, genau, wir gucken mal. Weil, guck mal, der hat ja hinten... Ja, der hat hinten eine Maulkupplung. Dann könnten wir vielleicht noch den Anhänger dazu holen. Terex, yes, join the server. Ja. Der passt eher. Ja, ja. Nicht ganz perfekt. Aber es ist okay. Aber warum hat der jetzt die rote Stange? Ich habe doch das unkonfiguriert. Ja, egal. So. Moment, hatte ich ja gekauft. Der kann weg. Ja. So. Levista, herzlich willkommen. Oder einen Holzhacker und eine Mulde für den IT-Runner. Was genau meinst du jetzt noch? Guten Abend, Steffen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Nicht wie Kurzvariante. Wenn du die Kurzvariante nimmst, dann musst du auch kürzere. Ja, aber Katharina, macht ja keinen Sinn, wenn ich den übelst lang mache. Weil, ich hatte jetzt überlegt, wir holen uns dann noch den hier dazu. Der hat ja hinten eine Kupplung. Da könnte ich aus dem Platinum den hier noch dazu kaufen. Das geht. So, da haben wir Aufbau. 2x4, 3x2, 50, 2x3. Ich würde die 2x3 Variante nehmen. Okay, Breitreifen. Ah, da kriegt man eine Zwillingsrolle. Okay, machen wir. Reserverad brauchen wir nicht. So, Schmutzfänger. Schwarzmüller, ja, das Design 2 hätten wir noch hier. Da haben wir aber noch eins. Nö. So. Design. Ach, da. Da oben. Ach da, mit dem Reflektor. Okay, mit dem Reflektor finde ich ganz cool. So, Fahrgestell. Bleiben wir auf dem. Moment. Wir gehen ein bisschen dunkler. Ah. Warte mal. Ja, warte. Dann lassen wir aber das Design weg. Dann passt das auch optisch zu dem anderen. Der ist nämlich auch grün-rot. Ja, ja, ja. Terex, rate the moment.
So, 46.000 ist gekauft. So, weiter geht's. Leute, was fällt euch jetzt noch spontan? Wo sagt ihr Forstbetrieb? Stimmt, hier. Hier brauchen wir, ne? Wir brauchen natürlich auf jeden Fall auch hier zum Mulchen der Baumstämme unter anderem. Und wir brauchen eine Setzlingmaschine. Wir können ja nicht immer nur abholzen, wir müssen auch was für die Umwelt tun, Leute. Da, wo man was abholzt, muss man natürlich auch, was meinst du, Malamix? Muss man natürlich auch wieder was anpflanzen, ne? Und dafür haben wir ja diese wunderschöne Maschine hier, ne? Weil wir können ja nicht immer nur abholzen und nichts tun. Das finde ich nicht in Ordnung. Der W, servus, moin. Ich glaube, ich werde mich gleich mal auf jeden Fall hier um die Container kümmern. Genau, die Wiederaufforstung, Leute. Man kann nicht nur Bäume abholzen. Ach, den Malamix. Nee, den brauchen wir noch nicht. Man muss auch dazu wieder aufforsten und Bäume anpflanzen. Das bedeutet eigentlich, wir brauchen einen Bagger. So, bin jetzt ganz ehrlich, Leute, wir gönnen uns den jetzt einfach. Wir gönnen uns aber die kleine Variante als Schnellkuppler. Okay. Ich hoffe, ihr habt da nichts gegen. Wir gönnen uns jetzt einen Bagger, wir gönnen uns einen Tieflader, wir gönnen uns einen LKW. Werden wir jetzt alles holen. Also den Bagger bitte stehen lassen, ja? So, Rundumleuchte kommt dabei, die grüne kommt auch mit dazu. Und die Scheiben machen wir getönt. So, der wird einmal gemietet. Um den Bagger haben wir jetzt natürlich hier die Wiederaufforstung. Dafür gibt es dieses Anbaugerät. Das wird 67.000, das wird gekauft. Das kaufen wir uns. So. Wir haben ja zur Not immer noch die Möglichkeit Anbaugeräte. Wir holen uns hier den Mulcher, um natürlich die Baumstümpfe zu fräsen. Das holen wir uns. Klar, wir holen uns schon mal hier ein paar Paletten. Ich muss euch mal ganz doof fragen. Wo würdet ihr sagen, der Baum macht Sinn, der wächst am schnellsten? Wisst ihr das zufällig schon? Die kosten ja auch unterschiedlich Geld, ne? Also die Birke kostet standardmäßig 0. Gibt es da irgendwas, was es Möglichkeiten gibt, dass man sagt, der Baum wächst am schnellsten? Kauf auch den Harvester für den Bagger. Malamix, welchen Harvester meinst du? Entschuldigung, wenn ich so ganz doof frage. So, Bagger, Anbaugerät, auf jeden Fall die Setzmaschine. Was haben wir hier? Mit einem Feller, Bündler können mehrere Bäume gleichzeitig geerntet werden und zusammen abgelegt werden. Okay. Piene, Fichte. Ey, ich meinte Fichte, Piene. Fichten, okay. Morningside, guten Abend, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, also, was auf jeden Fall schon mal einer macht, ich hol Fichten. Oder? Oder was hat ihr noch gesagt? Birke? Ich guck mal kurz, Birke, sind die mit dabei? Ah, die kosten sogar nichts. Die kosten 7.000. Guck mal, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt Fichte holen, 12.000 Euro. Das ist schon, komm, wir versuchen es einfach mal mit Birke, weil die halt nicht mehr kostet. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keine Birke? Wieso nicht? Servus, Zucker, Bro. Den C550. Ach, der? Ja, das kommt noch. Das kommt noch. Ach, wir haben jetzt Birken gekauft. Mit Birke wirst du niemals fertig. Wieso? Fichte. Jetzt doch. Oh, ihr macht mich doch fertig. Jetzt habe ich die aber schon gekauft. Ja, was mache ich denn jetzt damit? Birke, scheiß Äste, bla bla. Birke ist ein Laubbaum. Ja! Echt nicht? Okay, dann müssen wir die auf Seite legen. Okay, niemals im LS Birke für Geld. Okay, ich habe wieder was dazugelernt. Also Fichte. Okay, Entschuldigung. Dann, pass auf, dann holen wir uns jetzt einen Gabelstapler und setzen die an Seite. Ein Gabelstapler oder ein Radlader? Nö, ich würde einen Gabelstapler eigentlich für den Hof nehmen, weil wir müssen ja diese Paletten, ne? Die wir jetzt hier geholt haben, die müssen ja gleich auf einen Auflieger aufgeladen werden, zum Hof gebracht werden, dort irgendwo in eine Ecke aufstapeln, hinstapeln. Deswegen würde ich das gerne mit einem Gabelstapler machen, dass wir auf dem Hof einen Gabelstapler haben. Ne, einen Teleskoplader. Forstbetriebe haben, glaube ich, immer Teleskoplader. Kann das sein? Ich glaube, Forstbetriebe arbeiten viel mit Teleskoplader, ne? Birke kannst du aber nicht mit der Maschine ernten. Okay, also Fichte. Ja, Fichte. Agrar-Let's Play, ja, kann man. Okay, wir holen Fichte. Ich würde tatsächlich,
eigentlich gerne den Elektro holen. Ich muss euch gar nicht sagen, ich habe eine Ladestation auf unserem Haupthof gebaut. Aus diesem Grund. Weil ich möchte einfach mal ein bisschen, auch wenn wir jetzt schon Forst machen, tun wir gleichzeitig auch noch was für die Umwelt. Okay. Ja, die kriegen wir jetzt wahrscheinlich nur mit Easy Development Control weg, oder? Also ich glaube, Forst wird doch, komm, wir arbeiten hier. Leute, 78 Abos schon. Ja, ihr seid ja der Wahnsinn. Ich weiß, okay, er fährt nur 15, aber er soll ja auch nur auf dem Hof arbeiten. Eigentlich. Wenn wir nämlich die Paletten auf einen kleinen Anhänger laden und dann in den Wald fahren, ist es doch egal, weil im Wald werden die dann direkt mit dem Bagger abgeladen. Ich finde, der ist für den Hof, der muss ja nicht schnell sein auf dem Hof. Auf den Hof ist der perfekt, weil auf dem Hof habe ich eine Ladestation. Deswegen habe ich ja sowas geholt. Wir können auch später noch einen Radler dazu holen. Ist gar kein Problem, Leute. So, 99.000 wird gekauft. So, kann dann einer schon einfach mal hingehen und bitte einmal kurz die Paletten, am besten einfach hier die ich jetzt hier alle gekauft habe, die mal nehmen. Wo kommt diese Hupe her? Ey, ihr könnt übrigens schon mal zum Hof damit fahren. Also einfach mal die Paletten hier nehmen. Ja, nur für den Hof, Zuckerbro. Der ist für den Hof gedacht. Radlader und so kommt später für auf jeden Fall rumzufahren. Offiziell Real Lukas, herzlich willkommen. Also, jetzt kann einer schon mal hingehen. Die Paletten, die wir jetzt hier gekauft haben, stapelt die mal einfach hier an der Seite, ja? Einfach hier an der Seite hinstapeln. Ich kaufe dann gleich neue. Das kann schon mal einer auf jeden Fall machen. Die anderen, ihr könnt gerne schon mal zum Hof fahren. Ihr könnt da schon mal gucken, wie wir uns das Ganze einrichten. Die Hupe kommt vom LKW. Ach jo, vom MAN. Okay, dankeschön. So, wann hast du eigentlich Wechsel vor? Hab Langeweile. Wie kommt's? Moin Martin, grüße dich. Gut. Ja, wir kommen gut durch, wir kommen gut durch. So, jetzt haben wir hier die Setzlinge. Achso, genau, jetzt müssen wir hingehen, Leute. Wir brauchen natürlich jetzt für den Transport des Baggers unter anderem natürlich noch einen Auflieger. Ich denke mal... Doch. Also von der Länge her würde ich sagen... Klappt das? Hallo Mario, moin. Bei mir sind alle Bäume schwarz, das kann ich machen. Oh, das klingt gar nicht gut. Hab halben Wald weggemulcht, abgemulcht, ist langweilig geworden. Achso, okay. Mario, moin, grüß dich. Leute, vielen Dank, schön, dass ihr da seid. Denkt dran, immer gerne ein Leichen da sein. Und Daniel Marx, guten Abend und vielen Dank für 8 Monate Kanalmitgliedschaft. Sehr geil. Also der Bagger von der Länge wird der passen, der wird aber zu schmal sein. Der ist auch zu schmal. Ich glaube, man kann den auch nicht... Kann man den verbreitern? Den kann man nicht verbreitern, ne? Sonnenblenden, Aufkleber, Bullbar, Windabweiser, Dach... Nee, ne? Hast ein paar Bretter? Ja, gleich. Nee, pass auf, kein Problem, Leute. Dann holen wir uns Volvo. Jetzt ist die Frage. 102.000 für den alten Globetrotter? Für den F-16? Spacksen wir ein paar Bretter an die Seite, das muss passen. Ja, ne, was nicht passt, wird passen gemacht. Oder, also den hier nicht, das ist amerikanischer. Der ist, nee, viel zu riesig. Oder holen wir uns den FH-16. Hier liegen wir, weiß ich, Laus, das ist durch den Hofbau. Die könnt ihr gerne schon mal hackschnitzeln. Schaut mal, Leute, fahrt mal auf den Hof. Fahrt mal auf den Hof, die jetzt auf dem Server sind. Da liegen ein paar Bäume durch den Bau der Map. Das könnt ihr gerne schon mal alles hackschnitzeln, die da liegen. Also, der ist halt hübsch. Aber der ist hübscher. Komm, wir holen uns den FH, Leute. Wir klotzen, ne? So, XL-Variante, 55 bleibt allerdings. So, Reifen-Variante, ne? Als Vierachser natürlich. Nee, was denn sonst? So. da er einen Tieflader ziehen soll, ich würde ihn als Zweiachser holen. Weil der Dreiachser ist natürlich nochmal eine Nummer länger. 15.000 Euro... teurer. Ich glaube, wir machen 4x2. Luftleitbleche. Achso, die. Ja, machen wir natürlich, machen wir mit dem. Genau, man muss damit ja noch um die Kurven kommen. Deswegen würde ich tatsächlich den kleinen Anbau nehmen. So, Frontanbau. Achso, da vorne. Ah, der Bumper, genau. Mit Schutzgittern hier. Ich würde sogar mitzogen. Ja, Alex, dann mach das doch. Sicherheitsgestell. Oh ja, oh. Mit Trötchen obendrauf. Schmutzfänger, Volvo. Was haben wir noch? Oder keiner? Oder Design? Nö, Volvo. So, Spiegel.
Achso, da kommen noch die Spiegel dazu. Nö, brauchen wir nicht. Kostet nur Geld. Die Spiegel können ganz ab. Können halt nicht alle so gut fahren wie ich, ne? Hast du recht. So, Hauptfarbe. Zack. Grün. Kühlergrillfarbe. Zack. Pink. Uiuiuiuiuiuiui. Ja, verklagt mich bitte nicht direkt. Nein, wir gehen so ein bisschen ins Grau. Ins Grau-Anthrazit. Was sehe ich denn hier? Eieiei, die hat aber auch was. Volvo-Rot. Ah, das sind die Volvo-Farben. Volvo-Grün und... es gibt tatsächlich so ein Volvo-Grün. Sieht eher aus wie Türkis. Eieiei. Fendbauer, wir spielen natürlich die Silveron Forest mit unserem neuen Forstunternehmen. Vielen Dank, schön, dass ihr alle da seid. So, Fangfarbe schwarz. Let's go, Leute. Vielen Dank. Ich komme gar nicht mit dem Ding hier hinterher. So schnell geht das hier. Ihr seid der Wahnsinn. Nee, nicht nur hinten. Das ist illegal. So. Jawohl. 158.000. Wird gekauft. Kaufen wir. Ich muss immer ein bisschen gucken, wie wir das mit dem Geld, weil der kostet jede Nacht sonst unnötige Kosten, ne? So, jetzt, Freunde. Tiefladertransport. Der Schwarzmüller 4A. Ich finde den optisch schöner als den 3A. Ja? Jo, hier wäre sogar Containertransport möglich. Ich glaube, der ist auch in der Breite einstellbar, ne? So, der ist halt ein Auflieger, ne? Also, ich finde eigentlich den 3A besser, weil er halt als Auflieger da ist, ne? Ich denke mal, wir wechseln gleich, Alex, oder ich erhöhe gleich die Spieler, keine Sorge. So, Reservat lassen wir weg, sparen uns einen 1000er. So geil, so schön hier, Leute, alles so schön in Forstfarben zu machen, wunderbar. So, wir gehen schon mal auf die 87 hoch. Ja, weil der macht ja dann auch Sinn zu unserer Zugmaschine, ne? So, dann können wir nämlich damit schon mal Transport vornehmen. So, hatte keiner Lust hier wegzuräumen. Wow, er hat ein Paket weggeräumt, dann hat er gesagt so, ne, kein Bock mehr. So. Wir gucken jetzt erstmal kurz wegen dem Baggertransport. Jetzt wollte ich mal gucken, Anbaugeräte für den Bagger. Da gibt es ja nicht sonderlich viel jetzt, ne? Ich kann mir ja kurz hier mal Kombinationen anschauen. Haben wir. So, das wäre ja zum Greifen von Bäumen. Ich will aber noch nicht mit dem Bagger in den Wald gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hiermit können wir uns Baumstämme packen. Nee, brauchen wir auch noch nicht. So, dann gehen wir jetzt erstmal kurz hin und setzen mal die Anbaugeräte drauf. Werner, genau, schön so stehen bleiben. Du kannst den auf jeden Fall schon mal auseinanderklappen, weil sonst passt das von der Länge her nicht. So, ich muss nämlich jetzt erstmal die Anbaugeräte verladen. Und dann werden wir gleich auch gerne die Spielanzahl noch ein wenig erhöhen. Geht das? Oh. Nee, Moment. Hier muss ich tatsächlich die Länge drauf machen. Dann wird das Ganze aber ein bisschen sehr knapp. Ich muss gucken. Das ist natürlich noch der Mulcher. Jonas macht das sehr gut. So. Nee, wechseln wäre jetzt gemein, sorry, Bro, weil die Leute haben ja eigentlich noch gar nichts gemacht. Ich muss den so ein bisschen schräg drauf machen, sonst haben wir hier schon das erste Problem der Überbreite. Ich hoffe natürlich, dass der Spanngurt dran geht. Ey, nicht wegfahren! Muss stehen bleiben! Ich muss den ein bisschen schräg draufsetzen. Leute, schön, dass ihr... Ey, wir sind schon fast wieder an die 500 Leute hier. Ihr seid der absolute Wahnsinn. Vielen, 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 vielen Dank. So, das passt. Kann ich mir nicht das zweite Anbaugerät holen. Nico, moin! Schön, dass du da bist. Und dann werden wir gleich erstmal hier die richtigen Pakete kaufen. Dann, wir brauchen noch gleich einen kleinen Hänger. Und wir werden auch noch zwei, drei Traktoren natürlich kaufen. Da haben wir natürlich jetzt noch ein bisschen weniger, ne? Habt ihr eine Rückzüge im Forstmann? Ja. Das ist ja jetzt Didi. Ja, das ist jetzt der Didi-Server und der wird auch soweit online gehen. Sandro, moin, grüße dich. Schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen im Livestream. Schön, dass du mit dabei bist. Dankeschön fürs Einschalten. Vorsicht. Ja, rein theoretisch könnte ich den auch dran lassen, aber ich finde, das sollte so gehen. Werner, ich hoffe, wir können Spanngurte dran machen, aber das müsste ja rein theoretisch funktionieren. Werner muss noch die Handbremse ziehen. So, das sieht gut aus. Dann kriege ich aber den Arm weiter runter, deswegen mache ich den ab. Wie war denn das? Jonas, ja, ganz okay. Wie war deiner? Schön, dass du mit dabei bist. Hallo Thorsten. Moin, moin. Hier bei dem Bagger gibt es gar kein Schild, ne? So, konnte man den jetzt nicht noch in... Man kann den... Genau. Jawohl, Werner. Perfekt. Ich wollte mich gerade sagen, in der Länge einmal verbreitern. Heißt der eigentlich auch Feldbewohner? Der Server heißt auch Feldbewohner, ja. So. Du musst auf jeden Fall mal gucken, Werner, ob du schon die Spanngurte an die Anbaugeräte dran bekommst. Den Tieflader kannst du zusammenfahren. Fahr den mal zusammen. Gibt es ein 50.000 Abonnenten-Special? Fan, es wird was geben. Ich weiß aber noch nicht was, muss ich ganz ehrlich sein. Ich weiß ganz ehrlich nicht, was ich machen werde. Da habe ich mir... Ja, da habe ich mir ehrlich gesagt soweit noch keine Gedanken gemacht. Und du musst die Spanngurte mal bitte lösen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. So. Wir brauchen den nämlich gar nicht ausgeklappt. Da ist tatsächlich genug Platz, muss ich sagen. Ich hätte gedacht, wir brauchen mal mehr. So. Ja, genau, Werner. Wunderbar. Da kann ich nämlich jetzt ganz hinten dran fahren. Guck mal, dann haben wir hier schon mal den wunderschön verladen. Werner, du kannst dann zum Hof fahren, alles abladen und dann kannst du direkt nochmal zurückkommen, denke ich. Weil wir dann eventuell sogar noch so macht man Baggertransport. Eventuell sogar noch einen Radlader kaufen werden. So Leute, das ist... Warte, werde ich sitze doch noch drin. Moment. So. Wenn jetzt Zockerbro da wäre, könnt ihr direkt Bilder machen. Leute, der erste Transport. Werner, mach's gut. Tschüss. Veranständig, ne? Nicht, dass ich unterwegs wieder alles aufladen muss. Jo, Malamix, was gibt's? Max, mach's gut. Max, guten Tag. Tschüss. So, Jonas, sehr gut. So. Jetzt, meine lieben Freunde, machen wir erstmal weiter mit, Transporttraktoren. Möglichkeiten, hier natürlich ein bisschen was abzufahren. Denn wir wollen ja nicht nur Forst machen. Wir wollen natürlich auch Transport machen. Wir wollen Missionen erfüllen. Da muss man ja auch zum Beispiel Holztransport machen und so. Und totes Holz wegfahren und auch, ja, schreddern, was auch immer. Deswegen schauen wir mal. Bin mal überlegen. Wir brauchen nämlich jetzt zum Beispiel Transport von, jetzt nicht Baumaschinen oder Maschinen, sondern Transport zum Beispiel für die Setzlinge. Da bräuchten wir eigentlich einen kleinen Plateau-Anhänger. Ein kleines Plateau. Valentin, bald keine Sorge. Ich darf auf meiner Arbeit auch morgen wieder Radlader verladen. Radlader wahrscheinlich keine. Wo gibt's das? Malamix, Ausrufezeichen mitspielen. Da bekommst du Servernamen und Passwort. So, ich glaube nämlich... Ich glaube, der hier... Nee, der geht nicht. Ich bin nämlich gerade am Überlegen... Was wir so viel. Also da finde ich ein bisschen sehr klein. Das geht auch, ja, aber. Puh, Sim Studios, Moinsen. Obwohl, eigentlich reicht das, oder? IT. Oh, oder IT. Warte mal, IT. Oh. IT Runner wäre eine Idee. Das geht ja auch. Wir haben ja hier. Bianca, Dankeschön, die Jukebox läuft. Vielen Dank, Bianca. Geht. Oder? Ist eigentlich das passende überall PG. Ja, guten Abend, Lord Hero, herzlich willkommen. Oder, guck mal, mit IT-Runner hier, Mann. Kleiner Holzbehälter. Wir machen halt das Standard-Design. Da kriegen wir hier was drauf. Ist das okay? Ja, ne? IT-Runner sind gut. Ja, IT-Runner finde ich auch gut. Das machen wir jetzt auch. So. So. Designfarbe. Was ist denn die Designfarbe? Ach so, das wären die Anbauteile. Ne, das kann so bleiben. So. Den und dann holen wir uns da jetzt zu. Ist das jetzt groß oder kleiner, IT-Runner? Geht das auch auf den Zweiachser? Das geht auf den Zweiachser drauf, ne?
Darf momentan Harvest auf der Arbeit fahren. Sehr geil, Philipp. Hallo Alexander, was machst du wieder? Wann machst du wieder Maisex? Schauen wir mal. Leider nicht, Simon, da ist momentan nichts. Ich habe das DLC runtergeladen, habe es in den Ordner Mods kopiert, aber das ist nicht im Spiel. Ihr müsst das nicht. Wieso wollt ihr alle das DLC in den Mod-Ordner kopieren? Das ist falscher. Nee, geht nicht. Ihr könnt ja sagen, muss ich zwei oder drei Axer? Ach, ich brauche IT-Runner. Natürlich, warte. Klar, so. Aber da geht der Kleine, ne? Stimmt, stimmt, stimmt. Max, wir spielen auf der Sirron Force mit 500 Zuschauern, Leute. Schön, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank. Da können wir doch den Zweiachser nehmen, ne? Ja, klar, Merlin, wir können ja gleich auch wieder rumwechseln. Man muss halt einfach installieren. Das ist normalerweise eine Installationsdatei. Der hier geht, ne? Ja, der sollte gehen. So, BKT finde ich halt vom optischen her für Forst am besten. So. Was wäre hier? Ah, okay, das wäre die Designfarbe. Ja, Felgenfarbe. So grau-anthrazit. Vielen Dank. Und was geht ab? Damian, ne? Damian, Dankeschön fürs Abo. Herzlich willkommen. Als Zugmaschine ins Fan 744. Finde ich, ist eine gute Idee, David, ja. Machen wir. So ist ein Anhänger, der darf wieder grünes Kennzeichen. 26.000. Jetzt wird es langsam eng. 282.000 noch, aber der wird noch gekauft. Als Zugmaschine wird sich ein Fan gewünscht. Die muss gepackt werden. Ist das, aber ist es trotzdem eine Download-Datei, ne? Pass auf, Leute, ich habe so ein Giants. Also ich krieg eine Giants-Datei, das ist eigentlich bei mir installieren. Natürlich, Sören, natürlich. So, ein Fendt 724 wurde gefragt. Ja, haben wir nur den standardmäßigen, ne? Also klar, geht, ist aber standardmäßig, ne? Gibt es eigentlich einen Autoload-Anhänger, wo man Baumstämme transportieren kann? Es gibt, glaube ich, auch Autoload-Anhänger mittlerweile, ja. Ja, Reservierung geht nicht, David. Hab keinen Fahrzeugschlüssel. Ach komm schon, sag, dass du keinen 7er-Mod drin hast. Ich kann dir einen 900er anbieten. Können wir einen 900er TMS nehmen? Der ist auch geil. Komm, lass, ich liebe den. Wir nehmen den. Der David, der wird es mir verzeihen. Ich finde den, ja, den finde ich zu klein. Hier, ja, 900er ist schon geil, wenn man es hat. Aber ich finde den TMS optisch nochmal schöner. Oder Generation 6. Der 6, der Generation 7, der sieht so ein bisschen kleiner aus, ne? Entschuldigung. Ich muss mehr trinken heute. Alex, du weißt, dass ich das nicht kann. Das kann ich erst, wenn du dich vorspielst. Dann ist das kein Problem. Weihnachtszirkus 2022, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Also ich sag mal so, Leute. Der kostet uns in der Miete 12.000. Der kostet uns in der Miete 9.000. Guten Abend, Matthias, herzlich willkommen. Und ich finde halt, der hat. Ne, wir nehmen den TMS. Ich muss auch ein bisschen was entscheiden. Kann ja alles nach der Community machen, ne? So. Das wären die Standard. Er sieht so falsch aus. Ja, für dich ist so vieles falsch. Guck mal. Also, es sieht nicht hübsch aus, aber. Ja. Ja, doch, wir sind ein Forst. Wir sind Forst. Da haben wir auch die Warntafel mit drauf. Ja. Finde ich gut so. So, Arbeitslampen. Ja, wir werden ja nicht in der Nacht arbeiten. Anhängerkupplung. Ich mache mal vorsichtshalber 3 Punkte drauf. So, Hauptfarbe. Ja, ich glaube, das zweite Grün geht ein bisschen mehr Richtung John Deere, ne? So, Designfarbe. Nee. Schwarz. Also, Bro, wir können gerne beim nächsten Mal auch noch woanders hingehen. Klar. Kann ich mal in der Kauflinks mehr Lichter? Ja, okay. So, mehr Lichter gekauft. So, Leute, geiles Kennzeichen. 999. Sehr geil von euch, Leute.
Der muss gemietet werden. So. Für den wartet hier bitte direkt noch ein Gewicht mitnehmen. Sonst haben wir da, sonst haben wir da bald ein Problem. So, das war die Farbe. 2,3 Tonnen, das ist okay. So. Das DLC ist eins der besten, was es je gab. Ja, ich bin auch begeistert von dem DLC. So, jetzt, Leute, natürlich machen wir erstmal Verladung. Ich kaufe euch jetzt was zu tun. Ihr könnt nämlich jetzt hier mit dem Teleskoplader... Was hat mir jetzt gesagt? Birke, ne? Nochmal kurz Frage. Birke war das, ne? Birke. Dann kann man nämlich hier auf jeden Fall jetzt mit dem... Mit dem Rigi... wo ist unser... Also das ist erstmal nicht schön gemacht, aber ist egal. Ja, habe ich. Zockerbro, habe ich schon. Hier. Da. Ach, da ist er doch. Da könnt ihr auf jeden Fall jetzt erstmal Dinger verladen hier. Fichte. Okay, Fichte. Verklagt mich nicht. Fichte, okay. Ja, ich habe manchmal Alzheimer. Fichte, ne? Okay, Fichte. Ich habe jetzt Fichte gekauft. Ja, Leute, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich habe Fichte gekauft. Vielen Dank für 300 Likes. So, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, einmal bitte verladen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Genau, da wird schon mal die Arbeitssicherheit getestet hier. Achso, ich habe ja gesagt, ich wollte ja Warnweste anziehen, ne? Aber man kann einfach nicht über die Klamotten... Doch, hier. Oh, ja, schön. Eigentlich Träger ohne Kotflügel, man die meisten... ja, ich denke auch wegen... Ich glaube, Kotflügel im Wald, gefährlich, oder? Dass sie schnell abbrechen, ne? So, ich ziehe mich mal kurz oben. So, genau, ihr könnt schon mal verladen hier. Weiter geht die Tour, Leute. Wir müssen weiterhin überlegen. Dankeschön für 500 Zuschauer. 300 Daumen, ihr seid der Wahnsinn. Was ein DLC hier. Dönerkopf auf jeden Fall. Unterstützerlink in der Videobeschreibung nutzen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und vielen, vielen Dank, Leute, für 49.000. Let's go, die letzten 1.000. Die letzten 1.000. So, wir haben noch 120.000 Euro, Leute. Jetzt habe ich überlegt, lasst uns mal kurz gucken, was kostet die Produktion für die Edelmetalle. Dann können wir nämlich da auf jeden Fall schon mal, wir brauchen ja auch eine Einnahmequelle. Wir können nicht nur von Holz leben. Wo ist, da ist die Mine. So, da ist ja standardmäßig hier der LM841 mit dabei. Der ist ja für jeden da. Da ist das Bergwerk. Wo kann man die Metalle herstellen? Da muss es ja eigentlich für eine Produktion geben, ne? Entweder bin ich blind oder ihr wisst schon wieder, wo es ist und ich nicht. Vielleicht kann ich die mir auch gar nicht mehr leisten. Wo finde ich die? Die Schmelze musst du selber kaufen. Ah, okay. Die muss man selbst platzieren. Okay, muss man platzieren. Dann mache ich das beim nächsten Mal. Dann mache ich das beim nächsten Mal, weil platzieren, finde ich, werden wir so und kostenlos machen, nur das kaufen. Leute, die letzten 1000 Abos für die 50k, Leute. Lasst uns die dieses Jahr noch voll machen. Okay, warte, ich gehe mal kurz rein, damit wir auch vom richtigen reden. Fabriken. So, hier ist Platinum, Drechsel, Schindel, Kunstzubehör. Da. Okay, 180.000. Ja, okay. Ist ja kein Problem. Werden wir dann im nächsten Stream oder ich werde es mal offline, vielleicht mit Zockerbro oder so, werden wir das Ganze mal platzieren und dann kaufen. Aber damit möchte ich halt eine Einnahmequelle haben. Wir können nicht nur von Forst leben. So. Martin, ich sehe das schon, ja. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht krank hier, ey. Ah, so. Sehr geil, David, sehr geil. Das freut mich auf jeden Fall. Wir hatten jetzt gerade das Thema Radlader, aber beim Radlader muss ich ehrlich sagen, warum sollten wir schon an einen Radlader denken, wenn wir ihn eigentlich so noch gar nicht direkt brauchen? Wenn wir so ein bisschen in Richtung Forst gehen und... Ah, Hackschnitzel hier. Klar, wir brauchen noch Anhänger und Abfahrer. Natürlich, Leute, fast vergessen hier.
Wir müssen uns natürlich noch hier Container kaufen. Deswegen würde ich sagen, holen wir uns noch einen zweiten Achievement. Jetzt muss ich mal ganz so fragen, warum ist der eigentlich rot? Mit welcher Konfiguration kriegt man den Haken rot? Ne, für die Hackschnitzel. Oder habe ich jetzt keinen Denkfehler? Ne? Wenn wir ja Hackschnitzel machen, haben wir ja den Hi-Zumat, der Hackschnitzel herstellt, aber der hat ja dieses Rohr für auch in die Container rein, ne? Store-Icon-Verkehr. Ach so. Ach so. Ich dachte jetzt, man hätte auch den Haken konfigurieren können. Ne, wir haben ja hier. Hier. Den haben wir uns ja geholt. Der hat zwar auch hier, das ist, glaube ich, ja zum Überladen, ne? Der hat ja hier so zum Überladen. Deswegen, wir brauchen auf jeden Fall noch einen IT-Runner und wir brauchen auch noch, weiß nicht, zwei Container, so würde ich mal sagen, die wir uns dafür holen. Dann machen wir das nämlich auch noch. Wir haben noch ein bisschen Geld über. So, John Deere. Und dann müssen wir auf jeden Fall erstmal Geld scheffeln, ne? So, Leute, vielen Dank. Ja, was gebe ich denn jetzt ein? 005 für wie 007? Agent Jocko schlägt wieder zu hier. 005 bin ich jetzt, ne? So, grünes Kennzeichen. 26.000 kaufen wir. Bleibt uns. So, jetzt, Freunde. Hackschnitzeltransport. Die von Trendbox gefallen mir natürlich. Ich weiß aber nicht, ob die da drauf gehen, weil es gibt ja hierfür IT-Runner. Zwei- und Dreiachser. Kleine, groß, klein, groß, klein, groß. Haben wir dann eigentlich stehen hier, ne? Ne, nix Trendbox. Nee, ist ja okay. Dann müssen wir eigentlich mit denen hier fahren oder mit Bergmann. Aber Bergmann hat ja Ausschiebeboden, ne? Bergmann ist aber auch gar nicht für Hackschnitze geeignet, ne? Tucker Bro, Bergmann ist gar nicht für Hackschnitze geeignet. Der ist total am Ausrasten hier. Am liebsten wird der den ganzen Shop leer kaufen, anstatt dass ich das mache. Aber ich mache das heute im Livestream, Leute. Ja, oder eine kleine Mulde. Ne, aber kleine Mulde, wir sind ja jetzt hier kein Transportunternehmen, was Kies und Sand fährt, ne? Deswegen würde ich sagen, wir machen hier den kleinen. Der ist nicht Werkschnitze. Ne, guck mal hier. Gras, Zuckerrohr. Weiß ich nicht. Stroh, Silage, Heu. Und gehäckseltes. Aber. Ah doch, warte mal. Das ist doch Hackschnitzel, oder? Doch, das ist Hackschnitzel hier. Das ist das Hackschnitzel-Symbol, oder? Wann machst du denn den Wechsel? Ich würde sagen, wenn ich jetzt hier gekauft habe, dann würde man mal einen Wechsel machen. Und ich gehe jetzt langsam mit den Spielern hoch. Ich versuche natürlich für alle was zur Verfügung zu stellen. Ja, dann können wir auch Bergmann nehmen. Aber Bergmann ist ja nicht in der Farbe konfigurierbar. Passt nicht drauf, ist hässlich. Für den ist alles hässlich. Bergmann, Abfahrt, ja, finde ich auch. So, guck mal, wir nähern uns langsam 007 hier. Jetzt bin ich schon Agent 006. Ist grün, passt, ja, hast du recht. Der ist voll am Eskalieren hier, der Kerl. So, 18.000 Euro. Kaufen wir auch noch. Jetzt gucken wir mal hier. Was haben wir denn hier? Hier haben wir Walter, ein Fendt, ein Volvo BM. Bisschen klein zum Fahren, ne? Guckt nur mal, ist auch grün. Ja. Sehr geil, Maximilian. Denkt dran, Leute, wenn ihr euch das DLC noch kaufen möchtet für PC, schaut mal in die Videobeschreibung. Ihr würdet mich damit sehr unterstützen, wenn ihr einfach mal gerne meinen Unterstützerlink nutzt. Der funktioniert auch jetzt. Jetzt ist halt nicht mehr Vorbestellerbonus. Jetzt gibt es keine 5% Rabatt mehr. Aber ihr habt immer noch. Ja, kaufen, ne? Valtra N. Ja, ich weiß, du liebst deine Valtras, ne? Ich finde die aber auch geil. Oder die von deinem Kollegen, weil man die halt schön konfigurieren kann, ne? Weil, wenn du weißt, ne, Q, hier, haben wir schon, ne? Ja, komm, holen wir uns noch ein N. Holen wir uns hier noch ein N. Hello, Klettermax. Gibt es das für Xbox? Ja, Tamu, gibt es. Kauf Valtra T. Der ist ja noch teurer. Nee, ich würde sagen Valtra N. N für so ein bisschen Transport. Denke ich, reicht mit 145 PS. Sollte das doch eigentlich erstmal funktionieren. So, Dachvariante. Ja, müssen wir bei einem normalen bleiben. Ich weiß, Skyview ist wesentlich schöner, Leute, aber kostet halt 5.000 Euro extra. Da bleiben wir erstmal bei der normalen. Brauchen wir nicht. Tür bleiben wir auch so. In der Innenraum, ja, 300 Euro für dunkel machen wir. Zwei Rundumleuchten. Den Geschwindigkeitssticker finde ich ist eine schöne Sache.
Den machen wir einfach mal mit drauf. Den Teppich, Unlimited. Unlimited? Achso, den gibt es dann in schwarz. Ach, das steht da unten. Ah. Ah, Walter Unlimited, okay. Skyview ist schöner, geht's dir gut, ja. Tyro, willst du weiter? So, Leute, also Zockerbro übernimmt jetzt meinen Server, mein Spiel und den Stream, ja? Mal gucken, wie viele Zuschauer wir sind gleich sind, wenn er übernehmen würde. Skyview ist schöner. Wie, echt nicht? Findet ihr das nicht schön? Erwartet? Echt nicht? Ich finde das viel cooler. Aber ey Leute, jeder darf seine Meinung. Das finde ich immer lustig. Wenn ich als YouTuber was sage, boah, nee, das geht ja gar nicht, hast du gesoffen. Und wenn dann ein Spieler kommt, können wir Skyview machen? Dann sagen die anderen, hey, guck mal, der will Skyview machen. Solltest du mal machen, alles für die Community. Also wenn ich da was sage, dann ist hier direkt die Sause los. Ja, 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 ja. So, das finde ich immer super nett von euch. So, John Deere, ne? Wir sind ja ein Forstunternehmen. Cindy, grüß dich. Ne, ich übernehme deinen Stream. Was? Keiner mehr, wenn er übernimmt. Ne, genau, Hunter X, da sind alle weg. Kann ich verstehen, dann werdet ihr alle abschalten. Skyview besser. Luke, siehst du? Skyview hält schon wieder. So, komm, lasst mich mal. Ja, komm, ich mache jetzt einfach mal hier die 7 drauf, ja? Hallo Sabine. Es sieht zwar komisch aus hier, 007. PG, jawohl. Hallo Larissa. Moin. So, vorne und hinten. Schwarz. Passt. Jetzt kommen wir nicht an, jetzt Zockerbro. Macht die Felgen wenigstens in Unlimited Black. Schwarz. Unlimited schwarz matt, meinst du? Was ist denn Unlimited? Wartet mal. Silber, blau, grau. Okay. Hier sind ja so ein paar Sonderfarben mit drin. Ah, okay, den gibt's dann so als Black Edition. Okay. Warum hat der nicht noch Gold reingemacht? Also ich weiß, was er meint. Er meint hier die Version. Aber nee, wir haben ja gesagt, Forstbetrieb, wir versuchen alles so ein bisschen in Richtung Grün zu machen. Aber bei den Fängen bin ich gerne bereit dazu. So, wird auch noch gemietet. 6.000 Euro. Gewicht wäre ganz gut. Einen Moment. Da packen wir auch noch Gewicht mit drauf. Ich brauche unbedingt mal von euch einen Tipp, Leute, was es so für Gewichtmods gibt. Wo man vielleicht, weiß ich nicht, ein paar schöne Gewichte hat. Wenn ihr da irgendwas habt oder so. Nee, das war ein Spaß. Hallo David. Schön, dass du da bist. Remo, grüße dich. Schön, dass du mit dabei bist. Ach, guck mal. Die Paletten sind schon weg. So, Leute, komm, let's go. Wir machen mal einen Wechsel. Wir machen mal einen Wechsel. Ich möchte auch nochmal ansprechen, was den Didi-Server angeht. Der Werner hat sich übrigens verfahren, er ist nicht wiedergekommen. Der Didi-Server soll ja jetzt auch so langsam online gehen. Ich bin dran. Ich versuch's fertig zu machen. Ich muss dann mal mit Zockerbo und meinem Team quatschen, wann wir dann online gehen können, damit natürlich auch die Aufpasser drauf sind. Sören, moin, grüße dich. So, also wer mitspielen will, darf das jetzt gerne machen. Es dürfen weitere Spieler dem Server joinen. Kannst du mal Notruf 112 Teil 2 spielen? Nee, Max, bin ich nicht so für. Tut mir leid. Ciao, XXLVMA, mach's gut. Schön, dass du mit dabei warst. Dankeschön. So, Leute, was geht? 339. Da gehen noch mehr Likechen. Knapp 200 Leute mehr Zuschauer als die Likechen. Aber ich bin begeistert, dass wir so viele Zuschauer sind. Das finde ich echt cool, Leute. Also vielen Dank an über 500 Leute. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich finde es super. Dankeschön dafür auf jeden Fall. So, wir werden jetzt mal so langsam, glaube ich, auch starten, weil wir haben fast kein Geld mehr. Und ich möchte auch gerne nochmal ansprechen, kleine Info für euch. Also, wir haben hier eine Übersicht. Ja, also, hier kann nicht jeder machen, was er will. Wir haben hier Moderatoren auf dem Server. Wir haben auch die ein oder anderen externen Aufpasser. Trampo Feeling, Dankeschön fürs Abo. Und ich sag's, wie es ist, Leute. Jeder, der hier wirklich absoluten Dummsinn baut, also irgendwo Bäume umfällt und so und dabei wirklich erwischt wird. Und wir haben hier Aufpasser überall rumlaufen. Die bekommen, muss ich leider so sagen, wie es ist, tatsächlich einen Permaban. Okay, also absoluten Permaban. Die dürfen nie wieder auf dem Server auch nicht sich irgendwie gut sprechen oder sich entschuldigen. Nein, wer auf diesem Server hier, auch weil es ein 24-7 Server wird, das wird ja unser Didi-Server, der immer online sein wird, für euch, ja,
Da geht ein Permaban raus und dann war's das für euch. Tut mir leid. Hab meinen Bannhammer schon geschliffen. Ja, ich auch. Das sehe ich dann einfach nicht ein, Leute. Ich stelle euch einen DD-Server zur Verfügung. Der DD-Server, der kostet nicht nichts, sondern wird gesponsert von deinem Server-Host. Dürft auch gerne mal in die Videobeschreibung gucken. Da gibt es über meinen Unterstützer-Link auch noch Rabatt für euch. Würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Ne, wenn ihr Bock drauf habt, weil ihr noch einen DD-Server sucht, ist das Ganze gerne gesehen. Und diesen DD-Server, der läuft 24 Stunden lang, 365 Tage im Jahr und ist für euch zur Verfügung gestellt. Und da sehe ich es einfach nicht ein, da irgendwie Kompromisse einzugehen, wenn da einer wirklich meint, oh, ich fäll jetzt mal den Baum da, der hat zwar nichts zu suchen, aber ich fäll ihn einfach mal runter, weil ich Lust dazu habe. Nee, das brauchen wir tatsächlich nicht auf dem Server. Ja, Patty, du darfst gerne mein Gewicht stehen lassen, dankeschön. Also da muss ich wirklich schauen, weil also da achten wir sehr gut drauf. So, hier haben wir schon den ersten Admin, Server-Admin, ne, der beobachtet genau, Leute. Und da wird es regelros raus. Hallo Steyr, grüß dich. Schön, dass du da bist. So, packen wir das noch mit dazu. Achso, wir nehmen mal erste Missionen an, Leute. Ihr könnt natürlich auch schon mal, wir müssen jetzt Geld erwirtschaften hier. Was haben wir denn hier? Baumtransportdorn, düngen, Felsen entfernen und Totholz. Lemming Tier, herzlich willkommen. Leute, ich würde sagen, wir fangen mal hier an. Es gibt eine Belohnung von 1500 Euro für Totholz, wenn wir 10 markierte Bäume fällen. Noch ein Moritz? Ne, Moritz. Ah, jetzt Moritz. Dankeschön. Da gibt es Totzoll. Helft dem Eigentümer, fälle alle toten Bäume. Diese sind bereits markiert. Und danach können wir die nämlich verkaufen. Also, ihr könnt jetzt einmal Totholz fällen und gerne entweder... Sorry, Bro, koordinierst du es ein bisschen? Machen wir entweder Hackschnitzel oder eine Miete und dann werden die direkt verkauft. Weil ich darf die Mission erst abschließen, wenn das Holz dann verkauft ist. Habt ihr ja im Livestream mitbekommen, dass sonst, hier machen wir das Ganze noch einmal, dass sonst natürlich die Bäume wieder aufgestellt werden. Habt ihr ja im Livestream gesehen, ne? Hallo Himmel! So, kennt man die externen Admins? Ja, die kennt man. So, also ihr solltet da wirklich sehr drauf warten. CPay, herzlich willkommen, was machst du? Ja, mit dem Platinum-DLC jetzt endlich mal loslegen. Weg mit die Scheiße. Ja, weg mit dem Totholz, Leute. Und dann entweder Hackschnitzel. Also wir können auch gerne Hackschnitzel machen. Anhänger habe ich da schon drauf. Klettermax, ich habe ein G29. Und wenn du Empfehlung brauchst, jo, ich bin sehr damit zufrieden. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Gibt zwar hier wieder automatisch Gas, aber okay. Gehen über Konsole nur 6 rein. Ramon, wenn du Konsolenhost bist, 6. Wenn ich hoste, 16. Ja, siehst du, ja, heute... Heute meint hier mein... Guck mal, der gibt von alleine Gas. So, jetzt hat er es geschafft. Also sieht der sehr, sehr geil aus, ne? 24 Stunden, 365 Tage. Was gibt es da zu beschweren? Ja, ist doch geil, oder? Ich mag gar nicht heute. CP, solltest du dir echt mal reinziehen. Also Platinum... Ich finde es... Im Vergleich zu... Normalem Forst... mega geil. Also... Ich bin wirklich begeistert. Landwirtschaftssimulator. Dankeschön fürs Abo. Nee, Ramon, ich habe jetzt auf 8 erhöht. Hallo Moritz, moin. Oh, ich hoffe echt nicht, ich werde krank hier. Bisschen am Hüsteln bin ich. Muss gleich mal noch einen Tee machen. So, was haben wir noch? 71.000 Euro. Einen Moment. Totholz. So, ich muss noch mal kurz abklären. So, du wolltest mich überraschen, Alex, indem du auf den Server kommst, das kenne ich ja schon. Jo, Pate, du hast halt nicht mal, wieso muss man sowas tun? Ich habe nichts getan, mein Name ist Hase. Ich weiß wirklich von nichts. Thorst, wie gut, dass ich ja wirklich Nichtraucher bin, ne? So, ich bin jetzt gerade am Überlegen, wir haben ja auch hier Missionen mit Felsenentfernung, ne? Jetzt, ich habe ja gerade Ingame-Chat genutzt. Ich habe ja gefragt, ob wir Land 18 Hackschnitzel machen. Da würde ich da gerne hinkommen. Land 18. Leute, müssen wir nämlich mal kurz gucken. Land 18 ist da. So, pass auf, ich fahre jetzt einfach mal dahin. Ich hoffe, die kommen. Terrox, wir wechseln gleich nochmal. Kannst du Slots nochmal erhöhen? Ich raste hier richtig aus. Ich warte schon seit 1,5 Stunden. Kraddel, dann musst du ein bisschen Geduld mitbringen. Das ist leider so, Kraddel. Wir sind knapp 500 Zuschauer.
meistens will die Hälfte darum so rum mitspielen. Na, deswegen, da musst du ein bisschen Geduld mitbringen. Tut mir leid. Wenn euch jetzt noch irgendwas einfällt, was wir vielleicht noch auf dem Server brauchen, dann schreibt es in den Chat. Ich habe nichts gemacht, Moritz. Mein Name ist Hase. Keine Ahnung, was soll ich gemacht haben? Bin jetzt auf dem Weg da ins Forstgebiet. Dann werden wir da schon mal ein bisschen Hackschnitze machen. Hallo Timo, grüße dich. Schön, dass du mit dabei bist. Kannst du Mission Land 14 annehmen? Mama, Land 14. Einen Moment, ich halte mal kurz rechts an. Ich guck mal kurz, was Land 14 für eine Mission... Klar, ich kann auch noch Missionen annehmen. Ah, Baumtransport. Ja, klar. Klar. So, bitteschön. Haben wir noch eine Mission angenommen. Dann kann einer noch hier mit wem auch immer zusammen Land 14 noch einen Baumtransport machen. Hallo Timo, moin Fape, grüße dich. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Livestream. Trampo-Feeling, herzlich willkommen. Dann habe ich einen Falschball an der Hand. Dann bist du Hase, nicht Ball. Ich bin Hase. Ich würde über Laptop reinkommen. Das habe ich mir schon gedacht, Alex, dass du mit dem Platino über Laptop reinkommst, weil du hast es ja von mir oder von uns. Du hast es ja gewonnen, ne? Hallo Markus, grüß dich. Schön, dass du da bist. Willkommen im Livestream. Ist das Bild verzerrt? Nee. OBS sieht alles gut aus. Hallo Markus, grüß dich. Hallo LS22. Schön, dass ihr mit dabei seid. So, ich muss da vorne gleich rechts. Wir sind jetzt erstmal auf dem Weg mit Hackschnitzel. Wir haben noch 71.000 auf dem Konto. Ein bisschen was will ich eigentlich noch investieren. Kühlen ist nicht Crossplay. Wie lange heute, Max? Boah, halb 10, 10. Halb 10, 10, denke ich mal, werden wir schon machen. Ich bin Forstarbeiter, Trampo-Feeling. Dann bist du ja hier genau richtig. Hab übrigens auch mal wieder meine Seitenkonsole aktiviert. Ich muss mir die nur noch mal wieder hier zurechtdrücken, dass die wieder ein bisschen mehr genutzt wird. So, ich mache mal euch die Karte an, dann könnt ihr auch ein bisschen zuschauen. Hallo Daniel, moin. Sind nämlich jetzt hier auf dem Weg. Wir werden jetzt hier Hackschnitzel herstellen. Ich soll auf der Straße parken. Warte, dann gehe ich mal gerade einmal oben drehen. Da kann ich drehen. So, warte. Ich bin gerade am Einrichten vorbei. Sehr geil. So, die sind nämlich jetzt, wie gesagt, hier schon fleißig. Ich soll auf der Straße parken. Ich bleib mal kurz hier am Straßenrand stehen. Oh, 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 wo kommt der denn her? Ja, wieder keine Geduld. Leute, ich habe doch einen Warnblinker an hier. Das muss er doch sehen. Ich wollte da gerne drehen. So, jetzt darf ich wahrscheinlich mal kurz. Darf ich? Da kommt schon wieder der Nächste. Da kommt schon wieder der Nächste. Ich wollte eigentlich gerne einmal drehen. Ah, komm, wir drehen das gleich mal hier auf der Straße. So, kann ich rum? Sieht gut aus, sieht gut aus. Okay. Kann man auf der Switch im Multiplayer auf den LS20... Nein, Siki, es gibt auf der Switch nur die LS-Version. Also Landwirtschaftssimulator heißt der halt. Den gibt es unter anderem. Oh, 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 oh. Ey. 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 Lass meinen Hänger. Ey, sag Bolla. Ey, ey, ey. Ey. Mein Hänger hier in Ruhe. Hallo VIP Kratti. Herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Willkommen im Livestream. Dankeschön. So, wie ihr jetzt mal seht. So, ich muss den mal kurz darauf hinweisen. So. Ich zeige euch mal was Wunderschönes jetzt hier. Einen Moment. Hallo, ich möchte gern. Warte, ich muss erstmal. Hä? Was ist das denn? Was ist das denn? Warum geht das denn? Nee, ich möchte. Ey, ich möchte meine Tür aufmachen. Was ist? Hallo? Ich möchte nicht mal. Das ist irgendwie geil. Hallo, nicht mich wegschieben hier. So. Dampflok, Servus. Wie krieg ich denn meine doofe Tür jetzt auf? Ich möchte meine linke Tür aufmachen. Kann ich nicht meine linke Tür aufmachen? Ja, dann steige ich einfach so aus. Ich hoffe, die lassen meinen Waldtrag hier stehen. Oh, ich stehe ein bisschen krumm. Ich stehe ein bisschen krumm. Nein, ich muss mal kurz hier Musik. So, kannst du mal den Volvo LKW zeigen? Jakob, ich glaube, die sind damit aber gerade schon unterwegs hier.
So, wie sieht's denn jetzt hier aus, Leute? Wir sind jetzt hier gerade in einer Mission. Da kommt schon das erste Totholz, wie ihr seht. Und daraus wird jetzt hier fleißig Hackschnitzel organisiert. Daraus werden wir jetzt Hackschnitzel machen. Da wird nämlich schon fleißig befüllt. Da kommt schon das erste Hackschnitzel rein. Warum steht der jetzt hier? Oh, ihr seid so schnell, Leute. Ich komme doch gar nicht hinterher hier. Ich komme doch gar nicht hinterher. Du hast bei dem Walter Simple IC ausgewählt. Achso, und das ist falsch. Entschuldigung, ich kenne mich da noch nicht so ganz aus. Stellt man den Hacker nicht eigentlich irgendwo hin und er bleibt da stehen? Einfach mal pupsen, dann öffnet sich die Tür von ganz allein. Das wäre schön. Bleibt so ein Hackschnitzler nicht einfach da stehen und man fährt mit dem Anhänger daneben? Oder mache ich jetzt hier was falsch? Ich kenne mich nicht so... Also Forst, Leute, da lerne ich tatsächlich noch. Forst, muss ich euch ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt noch fleißig am Lernen. Aber so kenne ich das normalerweise. Er würde doch jetzt eigentlich seinen Hacker hier daneben stellen. So. Wann kommen wieder ETS-Streams? Jakob, schauen wir mal. Die sind mir hier so ein bisschen hoppeli-boppeli. Ja, ich will hier ins Fernsehen. Ich bin mit dabei. Ja, nie. So kenne ich das. Normalerweise würde der Hacker sich jetzt irgendwo an die Seite stellen und ich fahre dann dahin und dann werde ich beladen. So kenne ich es. Ja, aber ich bleibe mal kurz hier stehen. Ich hoffe, sie lassen dann einfach mal hier stehen. Ich gucke mir das mal kurz an. Weil wir haben ja hier den Turm aufgebaut. Womit wir die Hölzer jetzt natürlich hier nach und nach ranziehen. So. Wir müssen hier, Leute, wir haben hier jetzt, das ist Feld Nummer 18, damit ihr auch wirklich seht, was wir machen. Feld 18 ist eine Mission momentan. Und zwar Totholz. Ist schon abgeschlossen, also wir haben alles gefunden. müssen es halt nur jetzt wieder ranziehen. So, und das ist das ganz Gute, aber das läuft hier auf jeden Fall. Wird schon fleißig Hackschnitzel hergestellt. Otto, der ist hier fleißig dran mit unserem Fendt TMS. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch hier die Winde. Wofür? Dann brauchen wir doch gar nicht stehen. Gedruckt Numerus. Du kannst auch gucken, dass du sonst schon mal woanders hinfährst. Eventuell. So, einmal hier rüber. Vorsicht, hier, lass mein TMS heilen, ne? Der große Seilkran braucht keinen Trecker. Ne, wissen wir. Der hat eigentlich Eigenbetrieb. So, das sieht gut aus. So. Oh. Ja, so ein paar kleine Bugs sind da leider immer noch mit drin. Aber ja, gehört dazu. Hast du einen Helm aufgesetzt? Wenn ich die Kettensäge auspacke, dann auf jeden Fall, ja. So, wir haben eigentlich schon einiges an Totholz gefunden. Wir müssten uns vielleicht gleich mal ein bisschen anders aufstellen. Also eigentlich müsste er sich vielleicht so hier so hinstellen und ich komme daneben gefahren, aber ich stehe jetzt hier vorne mit unserem Waltra. Also Dorfkind, ich muss echt sagen, schau dir gerne mal meinen knapp 6-Stunden-Livestream an. Ich fand's mega geil. Hol noch eine Mulde, dann kannst du nämlich da einen hinstellen und den anderen in der Zeit wegfahren. Das hatte ich jetzt auch überlegt. Das ist eigentlich sogar, das ist eine sehr gute Idee. Das hatte ich jetzt gerade auch überlegt. Wir haben ja ein paar mehr Missionen. Ich hole noch eine zweite. Das ist eine sehr gute Idee. Vielen Dank für 20, Leute. 49.020. Wir sind auf dem Weg zu den letzten 1000 Abos. No. Bei manchen ist halt das Problem, die machen das halt auch immer ganz, ganz schnell alles. Die wollen das schnell organisieren, die wollen ganz schnell helfen. Ihr dürft euch gerne Zeit lassen, Leute. Wir machen das, ich will wirklich, das soll ein richtig geiles, realistisches Projekt werden. Nice for Life, herzlich willkommen. Wir wollen nämlich auch zusehen, dass wir
die Achterbahn zum Beispiel auch aufbauen, ne? Ist auch ein Ziel von uns. Ja, und ich will das Ganze einfach versuchen, realistisch zu machen, in aller Ruhe. Und ich bin wirklich ein großer Fan von den IT-Runners, ne? Phil, dann gönn es dir gerne und du darfst auch gerne mitspielen, wenn du möchtest. So, guten Abend, Hobbygamer. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. So, einmal kurz rüberfahren. Ich hole schon mal den zweiten Container. Wir werden Hackschnitzel bei uns auf dem Lager erstmal einlagern und warten dann mal vielleicht auf eine große Nachfrage. Das ist, denke ich mal, so das Ziel davon. Irgendwann wird bestimmt eine große Nachfrage für Hackschnitzel kommen. Und dann werden wir das Ganze verkaufen fahren. Wir haben ja auf unserem Hof, zeige ich euch jetzt auch gleich, ein großes Lager gebaut. Werden noch Teammitglieder gesucht, wenn es sowas gibt? Himmel, grundsätzlich, also wir hatten... Oh, wartet mal, den Bildschirm muss ich aber mal nach da schieben. Na, ich schiebe ihn lieber nach da unten. So, ich konnte ja gar nicht rausgucken. So, und ich kann die Tür jetzt nicht öffnen, weil ich... ich kann die Tür jetzt nicht öffnen, weil ich falsche Konfiguration habe. Also müsste ich eigentlich mal kurz zum Shop, zur Werkstatt und dann umbauen, oder was? Jo, klar, Peter, macht das sehr geil, freue ich mich drauf. Ja, Pack kostet 19,99, ne? Ich habe kein Simple IC, achso. Dann müsste ich mal kurz gucken, wo die Werkstatt... Guck mal, hier rechts, Leute, kommt übrigens der Zug angedarst. Angerast. Im Shop Animationssteuerung, okay. Weil ich möchte natürlich gerne die Tür öffnen. Ich kenne mich da nicht so extrem gut mit aus, ne? So, jetzt haben wir fast die Likeschen geschafft, die wir auch an Zuschauern haben, Leute. Dann immer gerne ein Likeschen da lassen. Sehr geil, Pix bei Schmierfeld. Leute, denkt dran, wenn ihr PC seid, gerne den Unterstützer-Link nutzen. Marcel, das ist das Valtra-Pack. Gibt es im Mod-Hub. So. Jetzt habe ich hier noch meinen zusätzlichen Anhänger. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir müssen auch hier irgendwo eine Werkstatt haben, ne? Hallo Patrick, moin, grüße dich. Schön, dass du da bist. Normalerweise ist ja immer am Shop eine Werkstatt. Jetzt weiß ich aber nicht, wie das hier momentan aussieht. Ich habe jetzt noch keine Werkstatt hier direkt gesehen, ne? Müssten wir mal gucken. Hallo Tobias, moinsen, grüße dich. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Livestream. Ich finde halt geil, IT-Runner fahren, weil du halt so Container aufsetzen, absetzen kannst und so weiter und so fort. So, lass mich mal kurz gucken. Ist hier... Ne, hier ist keine Werkstatt, ne? Wo haben wir denn... Wo hätten wir denn die Werkstatt? Irgendwo müsste doch die Werkstatt sein, um das umzukonfigurieren, oder? Tobias, nicht mitbekommen, dass ich live bin. Moin, moin, grüße dich. Lieber spät als nie, ne? Also wie gesagt, normalerweise... Normalerweise müsste es doch hier auch eine Konfigurationsmöglichkeit geben. Oder hatte ich da, warte mal, hatte ich die Hilfefenster ausgemacht? So, jawohl, das habe ich gesucht. Ich wusste noch, dass ich da, achso, da ist es. Dass ich da die Infopunkte ausgestellt habe. So war das nämlich. So. Wie lange ist dein Code einlösbar? Unendlich, Nice for Life. Also jederzeit. Kannst du auch in einem Jahr erst einlösen. Du könntest selbst jetzt noch über meinen Code. Ich kann ihn konfigurieren. Ach ja, ist ja nicht meiner. Ja, egal. Ist ja gemietet. Du könntest sogar in einem Jahr, oder du könntest sogar jetzt noch die LS19 Sachen über meinen Code holen. Hallo Daniel, Grüße nach Österreich, schön, dass du da bist. Also jederzeit, und wenn ihr, oh, Alex kommt, wenn ihr euch ein
ein DLC oder sonstiges, wie gesagt, über meinen Code holt, dann habt ihr ja diesen Key und ich glaube, der ist auch lange haltbar. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hingehen und sagen werden, du musst den Code ganz schnell einlösen. Wenn du es ja nicht willst, ne? Oh, warum hab ich so einen trockenen Hals hier? Leute, wir haben 400 Daumen geknackt. Vielen Dank. Ich bin jetzt auf dem Weg wieder zum Waldgebiet mit dem anderen IT-Runner-Aufhänger, also Auflieger für Hackschnitzel. Werd den jetzt abstellen und dann mit dem zweiten schon mal hoch zum Hof fahren und die erste Tour ins in unsere große Halle kippen. So. Was? Was ist passiert? Du bist auf Server geflogen, okay? Also ich war's nicht. Johnny, herzlich willkommen. Mike ist da. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Leipzig. Also Zockenbro, wenn du gefragt wirst, einfach mal kurz rüber switchen, was da los ist. Dafür sind ja die Admins jetzt auf diesem Server da und dann wird gnadenlos gebannt, wer hier Dummsinn baut. Auf jeden Fall. Hab eine Frage, dürfte ich mir wieder dabei bin, darüber ein Video machen und das dann hochladen? Nö. So, vorerst erstmal nicht. Hallo Nico, moin. Ich grüße dich. Ich brauche mal deine Hilfe. Weißt du, wie man das Holz aus dem Container bekommt vom DLC? Thomas, welchen Container? Oder was meinst du? Anonym, moin. Terex, yes, you can. Wait some minutes. Grandmaster, herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wie heißt der Server? Wollten wir schon mal die Mods runterladen? Phil, Ausrufezeichen, mitspielen. Da bekommst du Servername und das Passwort. Ja, ja, jetzt sieht das doch schon mal besser aus. Guckt mal, Leute, was sie jetzt gemacht haben. Jetzt haben sie den Turm auf der anderen Seite aufgestellt. Die LKWs können aber hier noch drunter herfahren. Der ist ja hoch genug. Und jetzt sieht es schon besser aus. Jetzt steht der Hacker direkt daneben und jetzt wird der Container befüllt. Ja. So finde ich das schon mal wunderbar. Sehr gut. So, ich fahre jetzt mal hier rüber. Ich setze den jetzt schon mal ab und nehme den nächsten direkt mal mit, damit wir die auf jeden Fall auch leer haben. Ist wichtig. Ist wichtig. Ja, Terex, that's normal. All the people here wait 2 hours, 3 hours, 4 hours, 70 hours, I don't know. So. Na, die machen das hier schon, auf jeden Fall. Mama, wer ist das denn? Einfach mal Namen raushauen. So, Container ist abgesetzt. Jetzt muss ich einmal hier drehen. Und vor allem, was macht er? Ein paar Infos wären immer ganz gut. So, aber den zweiten Container schön hier angesetzt. Guck mal. Geil, oder? Hab ich eigentlich ganz gut gemacht. Gehen wir mal so. Erstmal machen wir jetzt, hören wir mal auf mit der Eigenwerbung und zweitens einfach mal bei mir melden. Dankeschön, Johnny. Vielen, vielen Dank. Schön, dass es dir bei mir gefällt. Natürlich Dankeschön für dein Abo. Ja, es leckt ein klein bisschen auf dem Server. Weiß nicht, ob die Daten noch am Laden sind oder so. Ich weiß es nicht genau. Was da jetzt noch das Problem ist. So, und weiter geht's. Darf ich? Danke. Ich hab Vorfahrt. Perfekt. So, jetzt fahren wir mal hoch zum Hof, Leute. Dann seht ihr auch nochmal den Hof, den wir uns da im Timelapse-Video gebaut haben. Würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr euch das Timelapse-Video mal anschaut. Ich fände es auf jeden Fall eine schöne Geste von euch. Timelapse habe ich noch nicht so oft gemacht. War mal für mich selber ein Versuch. Hatte ich mal Lust zu und euch da einfach mal den Hof zu präsentieren, den wir uns hier gebaut haben. Johnny, ich bin großer John Deere und Klaas-Fan tatsächlich. Emanuel, moin, grüße dich. Schön, dass du da bist. Passwort an oder aus? Wie viele Spieler? Passwort an, natürlich, Hella. Wir spielen mit Passwort und Spielanzahl kannst du auf 16 stellen, dann werden dir alle Server ja auch grundsätzlich angezeigt. Also wir stehen jetzt momentan auf 8. Ja, IT-Runner, ich habe das Gefühl, ein klein wenig laggy ist er. Also, der ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, der backt ein bisschen, so zwischendurch mal. Hi Sascha, gut, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Schönes Anzeigebild hast du da.
So, ja, ich muss mich natürlich jetzt erstmal den Berg hier hochkämpfen. Max natürlich, PS4 darf auch mitspielen, Ausrufezeichen mitspielen. Ja, ich glaube, die Automatik hat hier auch ein bisschen zu kämpfen. Geht vom ersten in den zweiten Gang. Dankeschön für 30 Abos. Kann ich Mission Land 5 Totholz schon fällen? Ne, Martin, wir müssen ja erstmal die Mission dann annehmen, ne? Wenn du weißt, was ich meine. Keine Ahnung, Nice for Life. Keine Ahnung. So, jetzt guck mal, jetzt geht er in den dritten Gang. Guck, und dann geht er halt auf 5 km runter und dann schaltet der wieder in den ersten. Also ich glaube, wenn das nächste Mal, wartet mal. Ist ja hier für jeden selbst. So. Wir gehen mal in E. Und fahren einfach mal im zweiten Gang hier an. So, jetzt gehen wir hoch in den dritten. Das müsste er eigentlich... Ja, doch, guck mal. Er kriegt das gezogen. Er kriegt das hin. Man muss halt nur... vielleicht ein bisschen mit der Schaltung agieren. Weil jetzt bin ich ja in D. Warte, ich gehe mal in den zweiten. So, nee, volle Drehzahl. In den dritten rein. Macht drum nur, schon leckt sehen. Das ist... Ich finde immer noch, bis heute, das ist eine absolute... Das ist ein Gerücht. Bin ich der Meinung. Dieses, macht die Rundumleuchten aus, dann leckt es weniger. Ich bin der Meinung, das ist bis heute ein Gerücht. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das es bewerkstelligen soll oder dass es deswegen besser wird, dass es nicht leckt. Wenn es mal leckt, dann lädt die Map einfach. Das ist aber auch normal. Das hatte ich auch zu Beginn des Spiels, wenn ich, also als ich euch das DLC präsentiert habe. Na, da hat es auch zwischendurch mal, da muss einfach die Map laden. Also ich glaube nicht, dass es an den Rundumleuchten momentan liegt. Ich bin eher der Meinung, das ist so ein hart eingebranntes Gerücht. MK, Moinsen. Das ist genauso wie nachts ist heller als draußen, ne? Hast du einen FC? Was ist ein FC? Mema, ich vertraue dir da, ne? So. Musst du mal gucken. Host hat keine Lex, aber der Rest davon auch nicht gehabt. Dr. Schmiedi, moin. Ich denke mal, wenn die auch die Lex hatten, dann würden sie mich auch darüber in Kenntnis setzen, dass es so wäre. Es ist zu dunkel, ich kann dich nicht hören. Ja, auch ein Gerücht. Hast du einen Discord-Server, Johnny? Ja, Ausrufezeichen Discord. So, ich bin auf dem Weg zum Hof, dann seht ihr das Ganze mal. Es ist der Lizard-Container. Ich bekomme das Holz nicht aus dem Container. Das geht auch leider nicht, Thomas. Der Container, das ist leider so. Anderes habe ich auch noch nicht herausgefunden. Der Container wird leider mitverkauft. Guten Abend, Luki. Herzlich willkommen. Hallo, Leon. Schön, dass du auch wieder da bist. Das ist leider so. Das geht leider nicht anders. Der Container wird automatisch mitverkauft. Wir haben das schon versucht. Du kriegst den nicht. Oh, oh. Du kriegst ihn nicht entladen. Würdest du das DLC Platinum empfehlen? MK auf jeden Fall. Oh oh. Bin ein bisschen am Husten. Ich gönne mir auf jeden Fall. Gönne mir auf jeden Fall gleich einen Tee. Das Spiel leckt nicht. Der Pat hat nur wieder aus Geiz den kleinsten Motor gekauft. Ja. Wir nennen es mal Geiz. Ah, guck mal, Leute. Ja, sehr gut. Guck mal, haben schon den Hof schön eingerichtet. Anbaugerät und so genau gestellt, wie ich das vorhatte. Ich weiß nur noch nicht, wo der Mulcher ist. Aber der Rest passt. Darf ich jetzt bei uns im Wald anfangen? Klar. Also Forstbetrieb. Darfst gerne machen, was auch immer du gerne machen möchtest. Also nur kein Dummsinn bauen. Aber guckt hier. Oh, guckt. Da ist er. Ein klein wenig laggy. Da sind ein paar kleinere Probleme noch. So. Achso, ich wollte mal kurz was gucken. Und zwar habe ich hier gesehen, ich hoffe, ich kriege den Untergrund hier noch ein bisschen angehoben. Hier ist nämlich das Problem. Aber das könnte nicht... Zauberbrot, es wäre natürlich geil, wenn du damit anfängst, die Bäume zu machen, die ich hier gefällt hatte. Lars, Dankeschön fürs Abo. Ja, ein bisschen habe ich es noch hochbekommen.
Ihr seht das ja selber, ne? Da ist so ein... Da ist ein kleiner Hohlraum. Kurve genau. Ja, da muss man wirklich ein bisschen drauf achten. Ach, ich komme mit den Reifen gegen die Deichsel. Ja, okay. Werde ich beim nächsten Mal gerne drauf achten. Ja, mehr kriege ich aber auch nicht hin. So. Johnny, willkommen auf dem Discord. Schön, dass du mit dabei bist. So, erste Hackschnitzel wird. Pass mal auf, ich fahre das jetzt einfach da in die Ecke. Dann sieht das keiner. So. Ich fahre das einfach jetzt in die Ecke, da wo der Patrick schon steht. Dann sieht das auch keiner. So. Wisst ihr, was ich geil finde, Leute? Dass so viele Leute mit dabei sind. Also wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Cool, dass ihr einschaltet. Und schön, wirklich, dass ihr mit dabei seid. Spitzenleistung, muss ich hier echt sagen. Bin mal gespannt. Bin mal gespannt, was hier diese Box für eine Höhenkollision hat. So, ich würde mal sagen, also wir haben hier so ein paar Bäume, haben wir ja kaputt gemacht. Ne? Die habe ich ja durch das Häckseln hier einfach runtergeschmissen. Musste mal gucken, was wir damit machen. Die Möglichkeit haben wir. Oh, da kommt der Auto hochgefahren. Ah, da kommt mit dem Hackschnitzel hochgefahren. Da werden wohl die Container jetzt erstmal nicht gebraucht. Muss leider schon wieder los. Morgen, gucke morgen nach. Tschö, ja, Dr. Schmiede, mach's gut. Wann lädst du den Livestream denn hoch? Der Livestream wird immer nach Beendigung des Livestreams hochgeladen. Spielst du nur LS? Nein, Johnny, guck mal auf dem Kanal vorbei. Losty Linus. Dankeschön fürs Abo. Oh Mann. Moin Johannes, grüße dich. Und Nilsley hat auch noch ein Abo raus. Dankeschön. Okay, also das scheint zu passen. Das scheint zu passen. Dann setze ich mal kurz die Container hier rein und hole mir noch den anderen weg. Johannes, moin. Grüße dich. So, einen Moment. Zack, Rückwärtsgang rein. Die müssten eigentlich darunter passen. Müsste eigentlich von der Höhe her und von der Länge her funktionieren. Dass ich die Container da drunter gesetzt bekomme. Muss man nur ein bisschen oben im Dach aufpassen. Oh, und ja, natürlich, müsste auch so gesetzt werden. Oh, okay, ich lasse das. Okay, wartet, die Container bleiben besser draußen. Hallo Crispy, ich wünsche gute Besserung. Die Container lagere ich lieber draußen. Okay, ich weiß auch schon, wo ich sie hinstelle. Das gibt nämlich nur Chaos. Der Milchreis steht neben der Pflanzmaschine. Der Milchreis? Welcher Milchreis? Ach, der Mulcher, da. Der Milchreis. Malamix, ich habe eine RTX 2070 Super. Ich würde die Container hier offen stehen lassen. Vielen Dank für 49.040. Leute, weiter geht's. Weiter geht's. Rauf zu den 50.000. Tick und Tag, kein Problem. Schön, dass du mit dabei bist. Danke fürs Einschalten. Ich lasse die Container draußen stehen. Da kann auch nichts passieren. Ich stelle mir hier an den Rand. Dann passiert damit auch nichts. Mike, Dankeschön. Ist die RTX 3060 besser oder schlechter? Die ist besser und teurer natürlich. So, jetzt nicht zu weit einlenken, damit die Hinterachse nicht da wieder gegenkommt. Was geht hier mit den Abos auf? Matti, vielen Dank. Schön, dass du da bist. So, nächster Wechsel, Leute, machen wir jetzt um 15:45. Guten Abend, David. Schön, dass du da bist. Ich guck mal kurz, sonst erhöhen wir jetzt nochmal nämlich die Spieleranzahl. Da sollte doch eigentlich genug zu tun sein. Ach nö, ah, Kraddel, das wird sich nicht... Das wird sich nicht ändern. Da wird trotzdem viel gefragt. Naja, Lorenz, alles gut. Alles gut. Habe ich verstanden. So, wir holen jetzt noch erstmal den anderen Anhänger. Johnny, sehr geil. Hast du ja quasi schon im Namen stehen, dass du John Deere-Fan bist, ne? Soll ich in der Mine anfangen? Luke, da können wir noch nicht viel machen. Die Mine produziert ja von alleine Erz.
Ja, natürlich Germa Pastro. Die ist gut. Die produziert ja von alleine Erz. Und das Erz muss in eine Schmelzerei. Aber die Schmelzerei haben wir hier noch nicht auf der Map. Die muss ich noch bauen. Das werde ich auch noch machen. Und dann müssen wir halt die Produktionsstätte kaufen, ne? Und erst dann können wir das Erz weiterverarbeiten. Nico, meistens bin ich dienstags und donnerstags in der Woche live. Findest du MF geil? Hat was auf jeden Fall. Also ich bin nicht abgeneigt. Da bin ich echt nicht von abgeneigt. Leute, so vielen Dank. 433 Likes. Und ich finde, das war heute bis jetzt schon wieder ein Top-Livestream. 400, 500 Zuschauer. Echt geil, dass ihr da seid. Wenn ihr noch irgendeine Idee habt für den Forstbetrieb hier, dann rein in den Chat damit. Wir werden auch noch ein paar Mods mit reinnehmen. Alles Crossplay. Und der Daily-Server wird bald online gehen, Leute. Es ist quasi schon der Daily-Server jetzt hier. Das ist der erste Livestream mit dem Daily. Und das Ganze wird immer mehr erweitert. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen. Und ja, ihr seht schon, die ersten Moderatoren sind auch auf dem Server. Und sorgen natürlich dafür, dass hier alles richtig läuft. Wir gehen mal auf 10 hoch. Das sollte eigentlich funktionieren. Let's go mal. Herzlich willkommen. So, Luke, bist du das? Das muss ich aber erstmal auf dem Discord herausfinden. Schaufler, moinsen. Grüße dich, schön, dass du mit dabei bist. Willkommen im Livestream. So, ich fahre wieder rüber. IT-Runner ist dran, ist aber leer. Wir haben jetzt die erste Mission da schon erledigt. Und da hole ich jetzt mal gerade unser erwirtschaftetes Gut weg. Da haben wir nämlich ein bisschen Hackschnitzel gemacht. Ja, alles gerne, alles bestens, wie geht's dir? Ja, Himmel, Bewerbungen gerne über den Discord-Server an mich persönlich. Wir suchen immer noch hier und da die ein oder andere Unterstützung für den Daily-Server. Was wir natürlich suchen, sind Leute, die Zeit haben zu spielen und natürlich dann auch sich der Verantwortung bewusst sind, die sie für diesen Server haben. Holt euch den Holz-LKW unter Forsttechnik. Wir haben Holz-LKWs. Hallo Elias, grüße dich. Schön, dass du mit dabei bist. Agrarhannes, vielen Dank für 20 Monate Mitgliedschaft und Kev ist im zweiten Monat. Vielen, vielen Dank, herzlich willkommen. Instagram Dorothee geht auch, aber du musst Discord haben, weil auf Discord haben wir unser Chatraum. Nico, keine Fremdwerbung, Dankeschön. Okay, Johnny, bis später. Bis später, Dankeschön. Ich habe Zeit zu spielen und würde auch gerne aufpassen sein, habe aber kein DLC. Ja, dann DLC gönnen und dann gerne nochmal mailen. Ah, Luke, okay. Ach, der Baumeister. Ja, klar, Luke, okay. Aber dir ist bewusst, ne? Das ist jetzt nur so, Kontrolle. Kann ich nicht sogar... Warte. Doch, ich kann doch so sagen. Warte mal. Nein, nein. Ja. Nein. 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 Ja. Nein. 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 Ja. Mehr sollen die eigentlich nicht machen, ne? Kaufen, verkaufen, nee. Das, nee. Helfer haben wir sowieso nicht. Doch, das kann man noch machen. So. Alle brauchen ja nicht den kompletten Farmmanager, ne? Hoffe ich zumindest. So. Einen Moment. So. IT-Runner. Lukas, so wie hier. Pijoko. Da darfst du mich sehr, sehr gerne anschreiben. Entschuldigung, Leute, wenn ich zwischendurch mal so ein bisschen räuspern muss, aber ich glaube oder ich habe Angst, dass ich tatsächlich leicht erkälte. Gamer Pro, moinsen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Leute, nimm's mir nicht krumm. Ich gehe mir kurz einen Tee machen. Wartet kurz, bin... Ich brauche nur 2 Minuten. Zählt bis 120, dann bin ich wieder da. Abo und Like da lassen. Bis gleich.
So. Da bin ich schon wieder. Ich hoffe, ihr habt bis 120 gezählt. So, vielen Dank, Leute, für 49.050 Abos. Ich bin schon wieder da. So. Das, während du weg warst, Justin, 1,99. Justin, vielen Dank für deinen Support. Es waren 90 Sekunden. Seht mal, wie schnell ich bin hier. So. Da seht ihr mal, wie schnell ich sein kann. So. Ich habe mir gerade einen Tee gemacht. Jetzt haben wir hier nochmal... Oh, nur 75 Liter sind hier drin. Okay. Hier ist wirklich sehr wenig drin. Ich habe nämlich gerade Angst, dass ich krank werde, Leute. LS Gamer, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Da kann ich mich nicht... Aber was ich krass finde, ich bin 90 Sekunden weg und habe 40 Zuschauer weniger. Das ist schade. So, wie lange heute noch? Florian, ja, das schauen wir jetzt mal, wie es mir jetzt so geht. Johannes, grüß dich. Also die 3 Stunden wollte ich normalerweise voll machen. Wir haben ja heute schon um 6:30 angefangen. Also normalerweise wollte ich schon bis 9:30 machen. Nadine, moinsen. Sonst muss ich halt mal ein bisschen weniger quatschen hier. Man meint ja eh immer, ich habe Sabbelwasser getrunken. Wo muss man drauf gehen, dass man den Server und das Passwort sieht? Ausrufezeichen mitspielen. David, noch ein einziges Mal, du kriegst einen Permaban. Es kann nicht sein, David, dass du jeden Livestream hier rumspamst, dass du einen Wechsel haben willst. Ich mache Wechsel dann, wenn ich einen Wechsel mache, David. Und nicht, wann du es schreibst. Das ist das letzte Mal, dass ich dir jetzt darauf hinweise. Jeden Livestream. Weißt du, ich bin sehr unempfindlich. Ich bin auch sehr respektabel. Aber wenn eine einzige Person jeden Livestream immer diesen Wechsel spammt, dann gibt es irgendwann einen Permaban und dann habe ich meine Ruhe. So, ihr seht oben rechts, Leute, Geld kommt rein. Transportmission Feld 14 ist abgeschlossen. Nein, David, du hast es in diesem Livestream geschrieben. Du hast es in dem letzten Livestream geschrieben. Nee, letzter Livestream konntest du gar nicht mitspielen. In dem Livestream davor hast du es geschrieben. Davor und davor. Ich meine das nicht böse. Du brauchst dich an nichts erinnern. Ich habe keinen Alzheimer. Ich mache einen Wechsel, dann will ich den Wechsel machen. Was du versuchst hast, hat nicht funktioniert. Was habe ich denn versucht? Luke? Ich habe dir doch Rechte gegeben. Oder was? Was meinst du jetzt? Oder, sorry, ein Farmmanager. Kann der vom Server schmeißen? Oder kann das tatsächlich nur ein Admin? Sonst, na, muss ich, natürlich, ich verteile also an meine Moderatoren. Die Moderatoren kriegen, natürlich Farm, kriegen natürlich Adminrecht auf dem Server. Wenn der die Server online geht, bekommen alle Moderatoren, die, auf meinem DD-Server in dem Kanal mit drin sind, Red Taze, Dankeschön fürs Abo. Die bekommen natürlich Adminrechte, also damit ihr auch Bescheid wisst. Das wird nicht immer so bleiben. Das hier ist ja jetzt noch kein DD-Server, das ist ja momentan noch der LS-Server. Wenn der DD-Server online geht, kriegen natürlich all die, die sich bei mir beworben haben für hier Farmmanager, bekommen natürlich das Admin-Passwort, dass ihr auch die Leute vom Server schmeißen, also kicken und bannen könnt. Das sind eigentlich ein paar Regeln, die wir noch auf dem Discord besprechen. Und wer vielleicht noch unterstützen möchte, kann mich gerne mal auf dem Discord anschreiben. So, Florian, mach's gut. Ciao, ciao. Wann kommt denn der DD-Server? Bald, Bananenplay. Also eigentlich wollte ich ihn heute schon online geben. Ich möchte aber noch ein paar kleine Veränderungen vornehmen. Unter anderem wollen wir noch den Schmelzofen platzieren. Der ist ja ursprünglich nicht standardmäßig hier in der Map verbaut. Und dann so langsam würden wir online gehen. Ich muss halt noch ein bisschen was mit dem Team besprechen und dann soll's gehen. Ja, Agrain, wir müssen das auf jeden Fall dokumentieren. Ja, David, der ist jedes Mal da, einfach ignorieren. Agrain, du findest den Server im Multiplayer dann unter Feldbewohner. Wie war meine Bewerbung? Sehr ausgiebig. Nadine, ein anscheinend mit viel Leistung. So, Johnny, willkommen zurück. So, einmal gerade hier vorne auskippen. Also wie ihr seht, der Forstbetrieb läuft auf jeden Fall. Wir sind fleißig dran. Wir sind auf jeden Fall fleißig dran. Okay, Hackschnitze sind sie gerade nicht am machen. Okay. Hier, Leute, der Anhänger da muss noch abgeladen werden. Wir müssen das hier noch irgendwo aufstapeln. Muss ich jetzt mal gucken, wo wir das... schon wieder zu weit eingelenkt. Wo wir das am besten hinstapeln. Muss ich mal gucken. Maurice, guten Abend. So. Dennis, vielen Dank fürs Abo. Und ich weiß nicht, wir müssten mal gucken, ob wir da die Ecke noch ein bisschen
bisschen schöner hinbekommen. Das hatte ich... Okay, moin. Das hatte ich leider nicht gesehen. Hier backt erstmal ein Stück Holz und hier, guck, hier ist halt offen. Das habe ich leider nicht gesehen. Da müssten wir halt mal gucken, ob wir das vielleicht noch ein bisschen besser hinbekommen. Ach, das hängt da drunter. Kriege ich das dann nicht weg? Das kriege ich echt nicht weg? Ah, sehr gut. Das ist schon mal weg. So, Luke, habe ich doch gerade was zu erzählt. So, einen Moment. Denkt dran, Leute, ihr dürft auch gerne Baumarkierung und sowas nutzen, ne? Muss ich mir jetzt gleich mal angucken. So. Okay, das ist jetzt schon mal weg. Das ist sehr gut. Patrick, wenn du abladen möchtest, ich hole dir den da jetzt raus. Ich würde sagen... Warte. Ich mache hier irgendwo noch so eine kleine Ecke mit Zäunen, würde ich sagen. Hier. Pass auf, ich mache dir hier... Ich mache dir hier jetzt so eine kleine Ecke mit Zäunen. Dann können wir nämlich die da einlagern. Dann dürfte damit auch eigentlich nichts passieren. So, das war ja unser Zaun. Einen Moment, ich muss hier kurz am Handy was spielen. Gerade eine Info bekommen, so. So, ich würde jetzt hier so eine kleine Ecke machen. Wisst ihr, dann könnte man die... Könnte man die hier... Ja, brauchen wir 3 Zaunelemente? Ah, da ist ja Platz genug, ne? Warte mal, ich bin... Wisst ihr, ich will so, hier so und so den Zaun ziehen. Dann kann er das von hier so reinfahren. Dann kann man das da hinstapeln. Das sind ja unsere Baumwipfeln. Also unsere, unsere Anbaumöglichkeit. Weil ich denke mal, alles andere, so mittendrin wird hier keinen Sinn machen. Hier an der Seite geht auch nicht. Könnten natürlich auch hier. Aber da ist nicht sonderlich viel Platz, ne? Wenn wir das hier hin machen. Weil es sind ja schon ein paar Paletten, die wir haben, ne? Und ich denke mal, wenn man das hier so hin organisiert, da sollte Platz genug sein. Okay, dann machen wir das mal. Jonas, also ich denke mal bis 9:30 Minimum. Machen wir 3 Elemente. Ich muss halt gucken, dass wir noch genug Platz haben. Ja, ich habe eine Idee, wie wir das machen. Wir machen 3 Elemente. So. Und ungefähr im 90-Grad-Winkel. So. 3 Elemente. Moment, ich muss mal gucken, dass ich so... So, das ist ungefähr da, wo meine Spur ist. Passt das? Haben wir hier 90 Grad? Ah, doch. Ist das okay? Ja. So, dann kann er die nämlich jetzt da reinlagern. Ich hole die jetzt auch da runter, das ist gar kein Problem. Also, ich hole jetzt gerne den Hänger da raus. Oh, Moment. Was kann ich machen, wenn das Segel jedes Mal fehlschlägt, wenn ich das Holz ins Wasser werfen will? Ennis, Giants melden. Vielleicht ist da irgendein Fehler drin. Dann einfach mal Giants melden. So. Moment, was geht hier ab? iCrimex-Fan. Ja, dankeschön. Ich hab nichts gemacht. Das war ich nicht. Ah, also okay, IT-Runner-Pack ist echt ein bisschen verbuggt. Da muss man echt aufpassen. Da scheint es echt so ein kleines Buggy-Problem. Da haben wir echt noch ein kleines Problem, Patrick. Stell's mir den einmal kurz auf, bitte. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. Bastian, grüß dich. Der Hof auf dem Hund. Ne, der hat noch keinen Namen.
Dankeschön. Denkt dran, Leute, wie gesagt, nützt bitte, wenn ihr auf dem Server seid, die Baummaschine, also die Sprühflasche. Um natürlich auch das Ganze so ein bisschen zu koordinieren. Macht die Baumfällung da jetzt Sinn oder nicht? Ne? Lasst die Bäume stehen, die zum Beispiel klein sind und sowas. Da muss man auch ein bisschen mit koordinieren. Zeki, was soll ich gerne fahren? Fahrrad? Soll das Fahrrad heißen? Der Hof auf dem Hund? Was? Was? Nee, so nenne ich den Hund nicht. Der Hund soll, wenn dann, schon einen richtigen Namen bekommen. Naja, Moment, ich wollte nicht ganz abkoppeln. Ich wollte hier nur so. So. Das sieht doch schon mal gut aus, Leute. Vielen Dank. 455 Likes. Das sind die Livestreams wie früher. Das hast du gerade gesagt. Ach so. Entschuldigung, ich bin ein bisschen neben der Spur. Der Hund soll Baloo heißen. Baloo. Baloo der Bär. Hä? Waldi. Den Namen finde ich geil. Waldi. Das hat was, ja. Waldi finde ich schon mal geil. Idefix. Ja, Idefix heißt ja meiner schon. Aber Waldi finde ich geil. Patrick ist doppelt auf der Map. Auch gut. Ja, ich hole mal kurz den Hänger da raus, damit er hier besser abladen kann. Lassie. Ihr habt gute Ideen, ey. Knut! Ha! Knut ist auch gut. So. So, da hinten haben wir noch eine Mission am Laufen. Haben die denn jetzt schon... Hat der jetzt schon... Haben die jetzt schon die losen Bäume rausgeholt? Vor allem, wo sind die? Wo sind die denn dran? Ach, die sind da unten. Wambo. Wambo. Ja, ich finde Waldi ganz geil. Passt zum Projekt. Dankeschön, Leute. 49.060 Abos sind drin. Ja, es läuft, muss ich sagen. Wir waren ja irgendwo... Guck mal, er läuft auch hier frei rum. Da unten hängt er. Erkundet ein bisschen die Gegend hier. So, denkt dran, Leute, ne? Wenn ihr Bäume fällt, ganz, ganz wichtig, sollten die Bäume natürlich auch wieder angepflanzt werden. Wir müssen an die Umwelt denken, ja, Leute? Also nicht nur hier weg, sondern selbstverständlich auch gerne dann wieder dafür sorgen, dass neue Bäume gesetzt werden. So, ich sollte mal vielleicht mal Tee umrühren. Hab mir hier einen Tee gemacht, so Kirsch, Erdbeer, keine Ahnung, was das ist. Tim, vielen Dank fürs Abo. Und ein bisschen Honig rein, dann läuft das. Und Janis, Dankeschön auch für dein Abo. Aber der ist noch heiß. Weil momentan, ich weiß noch nicht so ganz, was die hier mitmachen. Grundsätzlich versuche ich ja irgendwie so eine kleine Miete hier zu machen. Das ist eigentlich so mein Ziel. Weil, wisst ihr, dass wir so eine kleine Miete irgendwo hier machen? Ich weiß es nicht genau. Sag mal, wie sieht's aus? Machen wir ein bisschen Hackschnitzel oder was genau haben wir jetzt hier vor? Wo ist überhaupt Zucker, Bro? Ach, der ist gar nicht hier. Wo ist der Lümmel? Ich sehe Alex, ich sehe Otto. Ich sehe gedruckt Numerus, LS Zucker, Maxi, Marvin. Ich weiß gar nicht, wo Zucker Bro ist. Ich sehe halt nur diese wunderschönen großen Bäume fallen. Ich denke mal, so eine Miete ist echt viel Arbeit, ne? Aber wäre schon geil, muss ich sagen. Mission? Ach so, bist Mission am Machen. Du bist Mission am Machen. Versuche jetzt mal was. Alles klar, Sebastian, danke schön. Wie klein müssen die sein, damit mir sie noch mit. Also irgendwie wäre es ganz cool, muss ich sagen. Wenn wir hier irgendwo hier so eine kleine Miete hinmachen. Wisst ihr, einfach hier so ein bisschen Holz aufeinander stapeln.
für schlechte Zeiten. René, moin, grüße dich. So, ich gehe jetzt erstmal Bäume markieren. So, einen Moment. Jetzt muss ich einmal kurz... Ich muss einmal kurz hier den... den Block öffnen. Ich muss nämlich ganz ehrlich sein, Leute. Ich kenne die Markierungen, selbstverständlich, denke ich mal, kennt nicht jeder, nicht auswendig. Dass wir die natürlich auch richtig markieren. Und nicht einfach hier so auf freie Schnauze kommen raus. So. Ich muss nämlich das Bild auf jeden Fall mal herunterladen. So. Rückegasse, Baum fällen, Baum fördern. Weil ich bin eigentlich der Meinung, der muss gefördert werden. Da mache ich mal schnell einen Kreis drauf. Der sollte nämlich gefördert werden, weil ich finde, die sind eigentlich noch ein bisschen zu klein zum Fällen. Dass wir die hier erstmal noch stehen lassen. Hier sollten wir auf jeden Fall neue Bäume noch anpflanzen. Hier, die zwei sind... Die zwei können wir fällen. Die sehe ich, die sind schon tot. Das ist aber kein Totholz, sondern... Der ist zum Fällen. Den können wir auch fällen. Die sind schön groß. So, und hier bin ich halt der Meinung, die sollten auf jeden Fall noch bleiben. Die sind einfach zu schade hier. Hier haben wir Totholz. Haben sie schon markiert. Perfekt. Das finde ich geil. Also die Community auf jeden Fall achtet hier auch auf... Gehen auch so kleine Bäume. Sehr gut. Achtet hier auf jeden Fall auch auf die Baummarkierung. Hier haben wir nochmal Totholz. Totholz kann auf jeden Fall immer gerne weg. Hier oben haben wir auch nochmal Totholz. Wird dann auch einmal markiert. Ah, den darf ich nicht markieren. Der ist außerhalb unseres Gebiets. Okay, ich guck mal, was haben wir denn hier? Achso, hier haben wir nur so eine Langzone. Nee, dann gehen wir erstmal in die andere Richtung. Also denkt mal, Leute, nicht nur fällen, sondern seht wirklich dazu. Und wir müssen neue Bäume pflanzen. Ist der schon markiert? Oh. Ist noch gar nicht markiert, dass es Totholz ist. So. Ja, und schon hat man die Markierung eigentlich auch im Kopf. So, der bleibt. Den lassen wir uns auf jeden Fall. So. Daria, was ist los? Fahrrad? Nee, Fahrrad? Nö. Ich fahre gerne Auto. Hallo Matthias, moin. Die sollten wir uns auf jeden Fall noch lassen. So, die habe ich schon markiert. Hier, die, ja, das sind so kleine Leute, die müssen bleiben. Die müssen auf jeden Fall bleiben. Hier war Totholz, so, der bleibt auch, den haben sie schon. Hier bin ich auch wieder der Meinung, denn der sieht so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen aus. Die sollten auf jeden Fall gefördert werden, die sollten wir lassen. Also da sehe ich noch ein bisschen Potenzial, die können noch wachsen. Der hier sieht gut aus. Da hat man die hier. Die können weg. Die sehen gut aus. Da können wir auf jeden Fall gut was mitmachen. Der kann weg. Der kann weg. Das sieht auch okay aus. So. Nein, das ist geil. Also wirklich mit den Markierungen, das finde ich mehr als nur genial gemacht. Hier haben wir wieder Totholz. Was geht ab? Ice Manic. Dankeschön für dein Abo. So, die können auf jeden Fall hier weg. Der kann auch weg. Da hört hier überall die Kettensägen laufen, als hätten wir hier Maibaumnacht. Wisst ihr, was ich meine? Joe Neu, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. So. Der bleibt. Der bleibt auch, finde ich. Schon neu, grüß dich. Ich sehe mich schon 2 Stunden mit dem Spray durch den Wald laufen. Das könnte gut passieren. Das könnte gut. Ich bin Baumwirt. Kennt ihr das? Der Baumwirt ist unterwegs.
Da, der ist auch gut. Der kann auch weg. So, und jetzt sollten wir, glaube ich, erstmal... So, ich will, wie gesagt, ich will so eine kleine Holzmiete machen. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. So, jetzt haben wir uns hier eigentlich noch schon recht gut durchgekämpft. Jetzt schauen wir mal. Hallo, Tim. Ich habe ein Problem, was den Baum treibt. Woher weiß ich, wo die Bäume liegen? Das musst du dir merken, Tim. Was bringt Sprühen? Realismus. Alles klar, Zorro, gute Nacht. Danke fürs Zuschauen. Aber endlich muss ich sagen, macht Forst auch irgendwie Spaß, endlich. Also wir bräuchten irgendwas. Wir bräuchten, ich muss jetzt mal kurz gucken. Also irgendwo, ich will hier so eine Miete hinmachen, wisst ihr? Also wo wirklich die Baumstämme so nebeneinander liegen und aufeinander gestapelt. So, da brauchen wir irgendwas für, womit wir das machen können. Wir könnten natürlich für den Bagger einen Greifer holen, ne? Das Problem ist, wir haben ja hier den Bagger konfiguriert. Moment, ich muss Tee trinken. Vielen Dank, immer noch 400 Zuschauer knapp. Sehr geil, Leute. Um 21 Uhr. Mhm. So darf das gerne die nächsten Livestreams weitergehen. Mhm. Wir haben ja den Bagger leider, also was heißt leider, wir mussten ihn so konfigurieren. Mit dem Schnellkuppler. Den gibt es ja auch mit dem Greifer. So, das Problem ist, es gibt leider den Greifer nicht einzeln zu kaufen. Ja, so ungefähr, Andy. So, gute Nacht, Agarbenne. Mach's gut. Da müssten wir den hier eigentlich kaufen. Weil damit können wir die Baumstämme, also wir können die Baumstämme alle gleichmäßig schneiden. Zumindest versuchen sie gleichmäßig zu schneiden. Und dann könnten wir die hier, weil das ist halt zu groß. Na, ich würde sie wegen dem, allein schon wegen unserem Transport auf die Länge schneiden. So ungefähr auf, ja, ich schneide sie jetzt einfach mal portionsweise. Ich mache das jetzt mal so weit fertig und dann kann man gucken, dass man die aufgestapelt bekommt. Geil wäre natürlich mit der Hand aufzustapeln, aber das ist halt in dem Sinne so nicht möglich, weil die Baumstämme zu schwer sind, ne? Lumo, grüße dich. Soll ich Eisen jetzt in die Halle auf dem Hof fahren? Ah, Luke, das ist eine Idee. Das kannst du gerne machen. Ja, ist eine Idee. Dann haben wir auch schon mal ein bisschen was auf dem Hof. Und wenn wir dann unsere Produktionsstätte haben, dann haben wir auch die Möglichkeit, das weiter zu verarbeiten. Wie gesagt, ich schneide jetzt mal gerade hier so ein bisschen auf Länge, dass wir die sortieren können. Ist das Maßband Cross? Es gibt ein Maßband? Haben wir echt ein Maßband? Weiß ich gar nichts von. So. Ich habe euch auch schon ein Crispy, wünsche ich dir auch. Wir könnten jetzt, wie gesagt, hingehen für den Bagger. Den Greifer kaufen. Damit können wir die Baumstämme packen und dann sauber aufstapeln. Ja, ist ein Mod-Hub, aber nicht Crossplay. Okay, danke für die Info. Ich glaube, das machen wir auch, oder? Wer das, also, wie gesagt, ich möchte Mieten bauen. Wirklich, dass die Holzstämme hier erstmal an der Seite liegen, dass wir die vielleicht irgendwann mal dann wegholen. Und wie gesagt, es ist ganz wichtig, Leute, baut Bäume an. Wir haben zwar 20.000 Bäume auf dieser Map, aber die sind auch mal ganz schnell gefällt. Ich mach das jetzt. Kann ich mal den Bagger bekommen? Das wäre wirklich sehr nett. Oder, wartet mal. Haben wir nicht noch andere Möglichkeiten? Was haben wir denn hier noch? Ja gut, klar, der, aber das ist ein bisschen krass. Arion, ich grüße dich. Nö. Doch, also ich glaube, mit dem Bagger sind wir da echt am besten. Ich kaufe die. Genau, so. So, danach bräuchte ich gleich bitte mal den Bagger. So, was ist hier schon wieder passiert? Eieieiei.
So, ich fahre nämlich jetzt einmal schnell das Anbaugerät holen. Dann packe ich mir nämlich mal den Bagger, Leute, und dann machen wir mal eine schöne Miete. Ich denke mal, ich bekomme das schon irgendwie hin. Bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass ich das hinbekomme. Also ich sehe da jetzt nichts Negatives, dass das nicht klappen sollte. Lukas, so wie hier auch. Jo, klar, Zeggi, mach das. Mach das, Alex. So. Plateau ist nämlich leer. Dann kann ich mir das nämlich jetzt mal packen. Und habe hier die Möglichkeit, Achso, Patrick fährt jetzt schon. Oh. Wenn die mir immer die Arbeit abnehmen hier. Hallo. Ich brauch den. Ich wollte zum Shop fahren. Da kann ich nämlich mal das Anbaugerät holen. Was hältst du von Rotmarkierung? Hä? Jetzt ist einfach eine Frage. Keine Ahnung, ist Markierungsspray. Farbe ist doch eigentlich grundsätzlich erstmal egal, oder? So, Till, grüße dich. Hallo, schön, dass du da bist. Willkommen, Livestream. So, ah, sehr gut. Abgeladen ist. Wunderbar. Haben wir jetzt ein paar Setzlinge. Damit wir natürlich auch hier neue Bäume anbauen. Achso, da ist schon einer unterwegs. Achso, okay. Er lässt Zocker schon mit dem Tieflader unterwegs. Ja, dann ist wunderbar. Dann bin ich hier mal wieder der Hofaufräumer, ne? Besser erkennen. Ja, aber ich finde grün ist auch okay. Klar, ich weiß, was du meinst. Rot könnte ein bisschen mehr im Wald auffallen, ne? Ich weiß vollkommen, oder ich verstehe vollkommen, was du damit sagen möchtest. Aber ich denke mal, das funktioniert auch so ganz gut. So. Passt das? Nee. Passt nicht. Einen Moment, ich gehe mal kurz hier ein bisschen umbauen. Wie lange bist du noch alles? Achso, ich mache auf jeden Fall jetzt erstmal nochmal einen Wechsel. Entschuldigung, Leute. So. Ich ziehe durch den Wald so Wege mit dem Forst, mit der Forstfräse. Ja, mit dem Mulcher, ne? Ja. Ist auch eine gute Idee, ne? Natürlich. So, wahrscheinlich muss ich jetzt gleich erstmal mit dem Telelader zum Shop, um den Anbau aufzuladen. Weil ich denke mal, der ist mit dem Tieflader da auf dem Weg hin, hat aber den noch keine Auflademöglichkeit, ne? Ich wäre ja für Pink. Ja, das hätte Daniel jetzt auch gesagt. Drohnenpilot, Moinsen, grüße dich. Schön, dass du da bist. Danke fürs Einschalten. Das hätte Daniel so auch gesagt. So, Leute, bringt mir nochmal die Jukebox zum Laufen. Lasst gerne nochmal ein Like und ein Abo da. Natürlich würde ich mich da sehr drüber freuen. Vielen Dank für jeglichen Support, auch heute wieder. Wahnsinn, was hier heute schon wieder im Stream abging. 500 Zuschauer, ne? Wieso hast du mich gekriegt in Aussicht? Nee, Luke, noch nicht. Noch ist es nicht der Dedi-Server. Auf dem Dedi-Server, da kannst du gerne so lange mitspielen, wie du willst. Da sind auch 16 Leute dann. Aber hier noch nicht. Seid ihr mal ein Mod? Ja, ist ein Mod im Mod-Up. Hero Gamer, moin. Ja, klar. Schön, dass du wieder da bist. Willkommen im Livestream. Tim, was meinst du in der Mission? Alles gut, Luke, alles gut, alles easy. Die Farben haben auch noch eine Bedeutung. Ach, echt? Also die Farben an sich? Also rot, grün, echt jetzt? Die haben auch noch mal eine Bedeutung. Leute, fast 500 Daumen, Dankeschön. Die 70 Abos sind auch drin. So, Werner, du warst schon auf dem Server. Wie gesagt, ich bin gerade noch ein bisschen am Umräumen hier.
Da muss ich ja halt mal, wie gesagt, gucken. Also ich brauche gleich auf jeden Fall mal bitte den Bagger, dass ich da versuche, mal eine Miete zu bauen. Ich versuche das halt so zu machen, wie ich es in Real Life kenne, ne? Ciao Elias, mach's gut. Den 24-7, wenn David, ein Tag hat keine 27 Stunden. Wäre schön, wenn es so wäre. Oh, so ein Tag, 27 Stunden? Und dann aber nur 8 Stunden arbeiten, Rest Freizeit, ne? Boah, 8 Stunden Arbeit, 90 Stunden Freizeit? Ja. David noch nicht, der geht bald online. Keine Sorge. Wir sind ja quasi jetzt schon drauf auf unserem Server, den wir machen werden. Bin ja auch hier gerade auf der Map am Spielen, der Silver One Forest mit unserem neuen gebauten Hof. Gerne mal das Video dazu anschauen, Timelapse. Da zeige ich euch ein bisschen, wie wir den Hof bauen. Und ja. Geht bald online. Geil, es kommen gerade nur Fan-Namen. Fan-Profi, Fan-Fan, Fan. Malamix, korrekt, richtig. So, und weiter geht's. Wolfgang, Dankeschön fürs Abo. In der Baumtransportmission wird mir nicht angezeigt, wo die transportierenden Bäume liegen. Weißt du da mehr oder irgendjemand? Ach so! Baumtransportmission habe ich leider noch nicht gemacht. Kann ich dir jetzt so gar nicht sagen. Weil, wie gesagt, wir hatten noch keine Baumtransportmissionen. Muss ich tatsächlich selber erstmal gucken. Weiß ist Total, Rot ist Fan, Gelb ist Fortenlast, Grün ist Baum fördern. Ah. Luke, du kennst dich aus, ne? Du kennst dich aus. So. Sind die jetzt schon den Tief? Haben die den jetzt schon verladen? Nee, ne? So, einen Moment. Ich muss mal kurz jetzt gucken. Haben die den jetzt schon verladen? Nee, ne? Nee. Okay, er wartet dann noch. Dann fahren wir mal kurz rüber. Und verladen einmal das Anbaugerät. Und dann, Leute, gehe ich rein in den Bagger. Und dann geht's ab. Ich hoffe zumindest. So, ich schlürfe hier mein Teechen. Also wir machen noch keinen Transport von Baumstämmen, Leute. Ich will erstmal jetzt... Wir können ja an verschiedensten Stellen, Leute. Ihr könnt ja auch schon mal an einer anderen Stelle gerne ein paar Bäume fällen. Ich möchte an verschiedensten Stellen gerne so eine Art Miete bauen. Dass wir uns die erstmal so ein bisschen bereitstellen. Und wie gesagt, achte bitte auf die Markierungen, Leute. Ja, und macht die schon mal so auf eine passende Länge. Ich habe da schon einmal angefangen. Das waren so vielleicht 3-4 Meter. Das dürft ihr gerne schon mal machen. Sie werden Spotter jetzt bekommen. Was ist denn ein Baum fördern? Rundherum Setzlinge bauen. Setzen, also kleine Bäume. Damit der neue Energie bekommt. Der Nies, Dankeschön fürs Abo. Das ist so das Baum fördern, kann man sagen. Alter, was ist denn hier passiert? Hier komme ich einfach nicht durch. Lichtschatten, Dankeschön fürs Abo. Heidewitzka hier. Vorsicht! Entschuldigung. Ja, also hier die Bäume müssen wir ganz dringend weg. Malamix haben wir gerade eben gemacht. Merlin Agrar ist schon das dritte Mal drauf heute. Merlin? Hier ist kein Merlin. Werner. Merlin Agrar ist hier nicht auf dem Server. SS, moinsen. SS? Was ist SS? Das ist so eigentlich nichts Gutes, oder? So. Hier wird nämlich schon fleißig gewartet. Entschuldigung. Ach da, Merlin, ja, hat ja den Server schon wieder verlassen. So, nee, Moment, muss ich anders aufladen. Keine Bäume, man soll es rundum. Echt? Wartet mal. Einen Moment, lasst mich mal kurz hier lesen. Baum fördern. Die mit dem Kreis gekennzeichnet werden sollen nicht gefällt, sondern gefördert werden. Lasst ihn und am besten seinen Freund in Ruhe oder pflanzt neue Bäume in der Nähe des markierten Bereichs. Siehst du? Bäume pflanzen. Hab mir heute das DLC geholt, ist geil. Ja, Platinum hat auf jeden Fall was. Leute, denkt dran, Giants Partner gerne den Unterstützerlink nutzen. Für die, die sich so oder so über einen PC gönnen wollen. Zeki, letzte Verwarnung, keine Fremd- und Eigenwerbung. Kann ich da reinfahren?
Sehr gut, kann ich. Kann ich die so anheben? Sehr gut, kann ich. Mehr mal auf dem Discord am besten. Okay, Luke, ja, also hat Giants den Text falsch geschrieben oder was? So, nimmst du bitte direkt hier, ne? Genau, sehr. Er hat schon mitgedacht, der Fan. Ich habe jetzt keine Lust, hier mit 15 km/h zurückzufahren. Kann er den auch hier direkt mitnehmen? Denk dran, Spanngurte gleich dran, ne? Damit da nichts passiert. So, Beifahrerscript wäre jetzt geil. Hallo Jonas, moin. Und denk dran, du musst außen rumfahren, Fendt. Da liegen Bäume. Da kommst du nicht durch. Fahr am besten direkt außen rum. Hier liegt alles noch voll. Agra Moritz, moinsen. Schön, dass du da bist. So, ich gehe jetzt mal rein in den Bagger. Ihr könnt auch sonst mal hier die Seilwinde umbauen, Leute. Sonst macht die Seilwinde mal da hinten dran, dass ihr hier dem Fendt-Profi mal helfen könnt, weitere Bäume rüber zu bekommen. Jonas, gut, gut, wie geht's dir? So, wo ist das Bäckerchen? So. Wo ist der Bagger? Wo ist der Bagger? Ist der Bagger frei? Moin, moin, Finn. Grüß dich. John, morgen Freitag. Ja, morgen Freitag. Wo? Den bagger ich irgendwo weg. Bei mir in der Ecke. Wo bist du denn, Nils? Warte mal. Also wie gesagt, hier Transport noch nicht. Der LKW kann erstmal tatsächlich weg. Bist der coolste Fresh Outbox. Danke schön. Was sagst du, DLC Gieselbrecher Agar? Top. Ich bin wirklich, also, ich war noch nie so begeistert von Forst. Muss ich wirklich sagen, ich war wirklich noch nie so von Forst begeistert. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, die haben hier ein paar Bäume gesetzt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, man sieht die nicht so gut, ne? So, komm, solange das Ding noch unterwegs ist. Wisst ihr, das ist halt das Problem. Man sieht die halt leider nicht. Du weißt ja jetzt echt gar nicht. Du weißt ja jetzt gar nicht. Du weißt ja jetzt gar nicht, wo jetzt hier überall schon Bäume gesetzt sind und wo vielleicht noch nicht, ne? Also ich kann euch auf jeden Fall sagen, mit einem Lenkrad zu baggern, das ist gar nicht gut. Ciao Andy, mach's gut, danke fürs Zuschauen. So, wenn das Anbaugerät da ist, Leute, sagt kurz Bescheid. So, haben die jetzt alle hier nichts zu tun? Anscheinend nicht, ne? HCR, moinsen. Die Kransteuerung killt mich. Ah, bist du am Spielen? Also ich denke mal, klar, wir haben 20.000 Bäume, Leute. Wir werden jetzt nicht, nicht versinken. So. Oh! Oh, 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 oh. Wen haben wir denn hier auf dem Server mit einer richtig schlechten Internetleitung?
Eieieiei. Haben wir zu viele Bäume gefällt? Boah, warum leckt das denn jetzt so? Also ich kenne die Lags eigentlich nur. Ich kenne die Lags halt eigentlich nur, wenn zum Beispiel zu viele Bäume unterwegs sind. Ja, dankeschön. Ja, immer noch dankeschön. Jetzt sehe ich einfach gar nichts mehr. Warum musstest du auch umfallen? Dankeschön. So. Ja, ja, ganz in Ruhe, Leute. So. Jetzt gucke ich mal, ob ich das mit dieser Miete hinbekomme. Wenn das nicht klappt, dann lass was. Grundholz, moin. Leute, bitte keine Lubbäume fällen. Nee, die fällen auch. Die fällen einfach, ne? So, wo muss ich denn jetzt hin? Wo ist denn... Ah, da vorne ist unser Gebiet. Mal schauen, ob wir das jetzt hinbekommen, hier so eine Miete. Wenn ich das nicht schaffe, dann, ach ja, dann gehe ich wieder andere Sachen machen. Also Bäume fällen auf jeden Fall erstmal nicht mehr. Eigentlich müssten alle runter sein, die wir markiert haben. Ich fange jetzt einfach mal an, die ein bisschen aufzusortieren. Und ihr müsst mal wirklich gucken, dass ihr die auf gleichmäßige Längen bekommt. Miete geht krass auf die Performance. Ja, sind es vielleicht doch ein paar viele Bäume? Weil guck mal, wer hat diesen Kackbaum da gefällt? Leute, mal ernsthaft jetzt. Der Baum hier, der kann weg. Den könnt ihr hackschnitzeln. So, X bedeutet Hackschnitzel. Wer hat diesen Baum gefällt? Das ist der größte Katastrophenbaum, den es überhaupt gibt. Also, da müsste ich eigentlich herausfinden, wer es war und direkt Permaban. Der war auf jeden Fall nicht markiert. Aber den Leute, den könnt ihr zerhacken. Der kann weg. Der größte Schrottbaum. Die sind halt nicht nutzbar, Leute, weil die so viele Abzweigungen haben, ne? Hallo Jaden, moin. Grüße dich. Schön, dass du da bist. Alex, kümmerst du dich mal drum? Du hast ja FM. Was ein bisschen schade ist, ja, wir haben jetzt hier so einen wunderschönen Greifarm. Das finde ich auch ist gut, aber der kann sich ja in sich nicht drehen, ne? So, ich wollte ihn nur mal ein bisschen hier auf Seite schieben, so. Ja gut, das ist natürlich ein bisschen schade. Wäre geil, wenn der Bagger so 360 Grad Arm hätte, ne? Zum Drehen und Schwenken.
Wir haben einfach viel zu viele Bäume hier. Geht ja schon gut los hier. Es ist viel zu viel. Das reicht wirklich erstmal, Leute. Wie soll ich hier eine Miete herstellen? Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Ich muss ja irgendwo einen Punkt finden, wo ich das ordentlich hinstapeln könnte. Aber es ist trotzdem geil. Also ich muss sagen, es macht mir trotzdem viel Spaß. Ich finde es immer noch geil. Wir haben jetzt 9:30, wie viel hier doch noch los ist, Leute. Also vielen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall an euch, dass ihr alle so fleißig mit dabei seid. So, ich würde die Miete jetzt einfach mal hier... So, da würde ich es mal versuchen, ob das funktioniert. Ich fang einfach mal an, dass ihr vielleicht erkennt, wie ich es jetzt überhaupt vorhab. Und womit man auf jeden Fall erstmal reinkommen muss, ist Steuerung, ne? Also Baggersteuerung, schön oder gut. Spezialität für sich, sage ich mal, ne? Da muss man wirklich reinkommen. Da muss man... Also da musst du wirklich reinkommen, Leute. Für lange Sägen brauchst du keine Rechte. Für lange Sägen? Was meinst du mit lange Sägen? Und ich hoffe natürlich, dass die Performance mitmacht. Sollte sie aber eigentlich, weil wir werden ja dementsprechend einen Didi-Server öffnen. Der sollte eigentlich, also von der Performance her, zu keinen Problemen sorgen. Alois, ja, Pumps and Hoses Pack, auch was Schönes. Also auch da, wenn ihr da noch Interesse dran habt, euch das zu kaufen, Leute, Unterstützer-Link, ne? Dürft ihr nach wie vor sehr gerne nutzen. An alle PC-Gamer jetzt, ne? Hallo Dirk, grüße dich. Moin, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Oh, Edifix, du bist aber auch mutig hier. Ah ne, Waldi war's, ne? Bei Holz nennt man das Polter, nicht Miet. Okay, eine Polter. Auch schon wieder was dazugelernt. Oder wir müssten halt einen Mod finden, aber ich glaube, den Mod gibt es nicht Crossplay wegen der Superkraft. Dass man die Baumstämme auch heben darf, aber ich glaube, das lässt der LS nicht zu, ne? Also zumindest nicht Crossplay-mäßig. Wartet mal, ich drück den mal kurz runter, wartet mal. Muss ja erstmal so ein Grundgerüst bauen, ne? In Tirol heißt Ganta. Ganta, okay. Nico, moin. Wie gesagt, Leute, achtet so ein bisschen auf die Baumlängen. Die ganzen kleinen, die können wir schon, die können wir direkt in den Hackschnitzer reinschmeißen. Und der Baum da ist immer noch nicht weg. Seht ihr, so ein Power-Tilt wäre jetzt geil, oder ein Tilt-Rotator. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Ein Tilt-Rotator bietet die Möglichkeit,
ja, quasi im Stand, ne, den Arm um, ja, 360 Grad frei zu bewegen. Ja, und damit hätte ich natürlich die Möglichkeit, hier eine saubere Miete hinzumachen. Aber so natürlich, grundsätzlich geht es, ja, aber vielleicht nicht unbedingt so, wie man sich das vorstellt. Ich weiß halt auch nicht, jetzt mal so an Real-Life-Forst-Leute, wie lange braucht ihr für so eine Nicht-Miete? Wie heißt das jetzt? Für so eine Polter. Also klar, MLS ist die Steuerung so ein bisschen, ich sag mal, naja. Sie ist vielleicht nicht unbedingt realistisch gehalten, ne? Jens, dankeschön fürs Abo. Kubota, nee, Luke, leider nicht. Kubota DLC nehme ich hier nicht mit drauf, weil dann haben wir ja noch ein DLC, was gekauft werden muss. Echt, ein guter Fahrer. 15 Minuten braucht der. Okay. Ja, gut, gute Forstbetriebe hätten jetzt auch hier schon mal die Äste weggemacht. Jetzt muss der Baggerfahrer aussteigen, um hier die restlichen Äste zu beseitigen. Ungefähr eine halbe Stunde. Echt? Okay. Nee, Nico, wie du siehst, Multiplayer. Das läuft, oder? Ich will die jetzt auch nicht so riesengroß machen, Leute. Einfach nur mal zum Testen, auch wegen performancemäßig, wie es da auf jeden Fall aussieht. Ich denke mal, das ist ja eine ganz gute Sache zu wissen, was macht die Performance aus dem Spiel. Weil gerade die Konsolen, die haben ja wirklich Probleme, wenn es sehr viel wird, dass es ja, für Konsole fast unspielbar wird. Ihr seht jetzt auch schon, so ein bisschen Lag haben wir. Aber ich finde, das ist noch im Machbaren. Also ich finde es noch absolut nicht schlimm, dass hier so ein bisschen am Rumlängen ist. Ich finde, es läuft. Marek, 17. 16. Was? Nein, 15. Das DLC gibt es mittlerweile seit dem 15. Also ist jetzt noch nicht so lang, aber es gibt ihn halt schon seit dem 15. Und ich will mal herausfinden, ob die Baumstämme runterfliegen. Das wäre eigentlich auch mal ganz gut zu wissen. Aber ihr seht, es geht auf jeden Fall. Kai, mach's gut. Wusstest du, dass wenn man rückwärts einen Diplomat dann so runterstellt, zum Beispiel auf 9, dass das Fahrzeug nur keiner fährt, egal ob du durchdrückst oder ob der normale Weiße schneller fährt? Ja, wusste ich.
Drohnenpilot, du brauchst nur das Platinum-DLC. Also ich bin kein Profi, aber ich finde, dafür, dass ich das noch nie gemacht habe, sieht das doch eigentlich ganz okay aus. Hallo Lukas. Mist, dass man den Greifen nicht drehen kann. Ja, Hinterwäldler. Das wäre halt noch was, wo ich sagen würde, das wäre geil. Glück gehabt. Ja, das fehlt nämlich. Das Drehen. Power Tilt. Tiltrotator. Alles klar. Xenon, mach's gut. Danke fürs Zuschauen. Ein Tiltrotator ist das. Der fehlt tatsächlich, dann wäre ich wesentlich unabhängiger davon, wie die Baumstämme halt hier hingelegt werden. Sie können ja eigentlich so hingelegt werden, wie man auch will. Das ist absolut egal. Und dadurch seid ihr wesentlich uneingeschränkter. So, der ist jetzt ein bisschen länger als die anderen. Bin raus, Drohnenpilot, alles klar, mach's gut, dankeschön. Baumtransportmission, Hauptmenü, Karte, Filter, Missionen einstellen und man sieht alle Missionen mit Transport oder Fels entfernen. Grüße aus der Schweiz, Pascal, dankeschön für die Info. Pro-Killer, herzlich willkommen. Ausrufezeichen mitspielen. Aber vielleicht bringen die Modder ja auch irgendwie noch was in die Richtung, sage ich mal. Dass man wirklich hingehen kann und ja, so eine Art Power Tilt bekommt. Wäre vielleicht auch noch eine Idee. Ey! Aber ihr seht schon selbst, also ich finde, wenn man einmal einen Anfang hat, dann läuft das eigentlich ganz gut. Alles klar, Malerwix. Schön, dass du auf dem Server bist. Freut mich. Leute, komm, let's go. Und die 49.080 machen wir jetzt noch voll. Ich werde jetzt auch ein paar Minütchen Rotor Tilt, Power Tilt. Ist das an? Ja, es gibt Tilt, Rotator und Power Tilt. Also es gibt ja verschiedene Hersteller, die nennen das ja alle anders. Tilt Rotator ist in einem Drehen. Power Tilt ist nur diese Links-Rechts-Stellung.
Kann hier mal einer durchsägen? Nein, nein, Luke. Erweiterung. Veranstaltet ist eigentlich schon die guten Morgenstunts. Ja, Marek, es ist, ganz ehrlich, ein bisschen weniger geworden. Also ich war jetzt letzten Sonntag sehr früh da, ja, also 9 Uhr. Aber momentan ist halt so, ich habe privat sehr viel um die Ohren, viel Stress und freue mich eigentlich über, ja, über ein bisschen mehr Schlaf. Ja, deswegen, also sie gibt es noch, aber ja, nicht mehr so, so krass vermehrt, wie du vielleicht bei mir gewohnt warst, sag ich mal so. Hallo Window, herzlich willkommen. Ich kann euch jetzt schon sagen, was wir machen werden auf jeden Fall sind, genau, so ein bisschen was abschneiden und diese ganzen kleinen Stücke, die kommen auch, die können auch direkt in den Zahaka. Die müssen wir ja nicht, nicht wirklich für uns bunkern, ne? Diese ganz kleinen Stücke, also die dünnen Äste, die können tatsächlich auch direkt in den Zahaka rein. Achso, Luke. Achso, ja gut, damit du, klar, damit du an die Maschine an sich ankoppeln kannst, brauchst du, glaube ich, die Infos da. Ja, das stimmt, dann weiß ich, was du meinst. Dann müssten wir das DLC quasi aufmachen, ne? Kann man schon die Achterbahn bauen? Klar, Timo. Habe ich euch ja auch in meinem Präsentations-Livestream gezeigt, wie das Ganze mit der Achterbahn abläuft. Und ich muss echt sagen, also, es macht Spaß, aber es ist verdammt viel Arbeit, also... Da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen, die Achterbahn, das sind so viele Schritte, die baut ihr tatsächlich nicht einfach mal so. Aber wir werden die auch bauen, natürlich. Nur, dafür fehlt uns natürlich momentan noch das nötige Kleingeld, ne? Wie will er die jetzt nicht beide auf einmal packen? Nee, er mag sie nicht beide auf einmal. Okay, ich würde sagen, Leute, wir müssen mal aufräumen. So. Ciao, Luis, mach's gut. Was hat denn heute? Also, wir machen hier eine kleine. Wie hieß das jetzt? Nicht Miete? Wie auch immer man das jetzt nannte. Ich nenne es jetzt mal eine Miete. Also wir machen hier eine kleine Miete. Einfach nur für schlechte Zeiten. Und die ganzen kleinen, die werden wir verkaufen. Wir sind auch schon neue am Anbauen. Dass wir natürlich auch neue Bäume dazu bekommen. Polter, Dankeschön. Und ja, wir werden einfach mal gucken. Wir wollen natürlich Geld verdienen. Das Problem momentan ist, wir sind 14.000 Euro im Minus. Ja, Luke, ich weiß, was du meinst. Damit hätte man auf jeden Fall ein bisschen was machen können. Warum hast du minus 14.000? Ja, kostet halt Miete, ne? Wir haben viele Maschinen gemietet.
Und deswegen müssen wir natürlich auch Geld verdienen, ne? So, wir haben jetzt heute noch kein Geld verdient, sondern nur ganz viel Geld ausgegeben. Alois, vielen Dank. Schön, dass du mit dabei warst. Deswegen, Moritz, okay. Deswegen haben wir halt momentan 14.000 Euro Miese. Aber ist leider so. So, die Traktoren kann man noch ein bisschen schöner hinstellen, ne? Patrick, ja, beim nächsten Mal sehr gerne. Tim, wir sind am Aufräumen. Wir machen jetzt Feierabend. Ich gehe jetzt offline, weil ich habe auch noch einen Job. Ich muss morgen wieder früh aufstehen. So. Wenn man sich Platinum Edition holt, kriegt man die Fahrzeuge. Das ist Teil der Platinum. Genau, Timo. In der Platinum Expansion Edition, Edition ist mit LS22 zusammen, für die, die einen LS noch nicht haben, hast du all die Fahrzeuge, die ich euch im DLC natürlich auch präsentiert habe. Und noch ein bisschen mehr. So. Wann ist nichts? Warte, am Wochenende. Also, wie ihr seht, wir haben hier, wie gesagt, schon mal so ein bisschen angefangen. Kleine Miete haben wir hier auch schon mal gebaut. Da kommt noch ein bisschen mehr dazu. Das. Das heißt, die Miete her werden wir noch ein bisschen erhöhen. Und wie gesagt, diese ganzen kleinen hier, diese dünnen, die werden wir alle zu Hackschnitzel zubereiten, denke ich mal, und auch einen Teil aufräumen. Entschuldigung, nicht aufräumen. Einen Teil auf den Anhänger hier laden und verkaufen fahren. Das, denke ich mal, werden wir auch so machen. Ja, wir haben schon ein bisschen was weggeholzt. Wie gesagt, auf der gesamten Map habt ihr 20.000 Bäume. Also wir können hier noch jede Menge forsten. Müssen wir natürlich alles noch kaufen. Wir müssen halt Geld verdienen. Ich gehe jetzt erst einmal offline. Bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Die räumen jetzt hier hoffentlich noch die Maschinen weg, anstatt hier rumzustehen. Leute, setzt euch in die Maschinen, fahrt die Maschinen hoch zum Hof. Zum Feierabend hin wird immer alles zum Hof gefahren. Ja, ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Vielen Dank für 522 Daumen, 49.082 Abos. Die letzten 1000, dann haben wir die 50.000, Leute. Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Und so, ich mache schon mal den ersten. Warum kann ich den nur kicken? Egal. Oh! So, Fendbauer, das war keine Absicht, aber Fendprofi. Ich habe ja deine ID, Permaban geht gleich raus. Ist gar kein Problem, Fendprofi. Ich hoffe natürlich für dich, du bist noch im Chat. Permaban ist auf jeden Fall raus für dich. Kann mal einer bitte... Ja, ich guck schon selber. Bannen kann man nur auf dem DD-Server. Ach so, okay. Gut. Also Fendprofi, ich habe ja seine ID. Gar kein Problem. Fendprofi, ich hoffe für dich, du bist noch im Chat. Habt ihr gerade selber gesehen, ne? Hat sich im Bagger gesetzt und meint dann ja ein bisschen Dummsinn zu bauen. Permaban geht raus. Also da haben wir schon den ersten Bann, ist ja kein Problem. Ah, da freue ich mich ja schon auf den DD-Server. Das kann ja nur gut werden. So, also ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, Leute. Schön, dass ihr alle mit dabei wart. Vielen, vielen Dank für 500 und mehr Däumels. Und vielen Dank auch fast für 49.100. Road to 50.000. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Tolles erstes Projekt hier. Wir räumen jetzt hier noch ein bisschen auf. Und ja, natürlich hier, ne, das kommt auch auf den Hof. ja, vielen Dank auch für euren heutigen Support. Dankeschön, dass ihr den Kanal so unterstützt. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Knapp 600 Zuschauer hatten wir heute. Die Credits mache ich. Wundert euch nicht. Die ein oder andere Donation zum Beispiel wird doppelt angezeigt. Ich habe leider noch nicht herausgefunden,
woran das liegt, dass die doppelt angezeigt wird. Deswegen, keine Sorge, es waren jetzt keine abertausende Euro wieder, aber die Leute haben heute wieder richtig übertrieben. Also vielen, vielen Dank dafür, Leute. Dankeschön für euren Support. Wir sehen uns dann am Wochenende. Entweder Samstag oder am Sonntag. Samstag früh vielleicht, mal gucken. Aber am Sonntag, denke ich mal, bin ich schon live. Wünsche euch ganz, ganz viel Spaß jetzt noch. Wie gesagt, einmal alles in Übersicht. Road to 50.000, ich freue mich drauf, Leute. Viel Spaß euch nun mit den Credits. Und wir sehen uns dann zum nächsten Livestream. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. HDGDL, no homo, aber geiler Support heute. Wären gerne weiter so. Macht's gut, Freunde. Tüdelü. Und tschüss. Es geht natürlich auch auf die Weise, dass einfach gar keine Spenden angezeigt werden. TP-Stream hat manchmal echt ein paar Probleme. Deswegen heute auf ganz persönliche Art von mir. Ich bedanke mich an die heutigen Donator, Alltagsgamer, Crazy Chaos, der liebe Kev, Agrahanes, Daniel. Wen haben wir noch? Wir haben hier noch den Justin. Vielen, vielen Dank an Justin. Kai, auch dir Dankeschön. Und auch an den Pascal, da haben wir noch einen Pascal. Vielen, vielen Dank auch für deinen Support heute. Leute, ich bin raus. Mach's gut. Tüdelü und tschüss.